Nette Bilder. Ja, die freut sich. Die will jetzt die Wohnung unbedingt haben, nur weil wir so viele LOL-Bilder aufgehängt haben. Komische Frau. Sieht das cool aus oder sieht das cool aus? Ich würde ja sagen, es sieht cool aus. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge Hausflipper. Ich habe so oft in den Kommentaren gelesen, ihr habt es sehr vermisst. Ich habe ein paar Mal gesagt, warum ich das jetzt nicht gespielt habe, weil das meistens sehr lange dauert, das aufzunehmen. Also ich bin meistens bestimmt über 2 Stunden dran. Dementsprechend brauche ich halt auch länger, um das zu schneiden. Und ich habe ja gerade meine kleinen Kitten, deswegen habe ich nicht ganz so viel Zeit, beziehungsweise ich muss das mal so ein bisschen einteilen, weil ich halt alle paar Stunden immer zufüttern muss. Was natürlich sehr schön ist, aber auch auf der anderen Seite so ein bisschen anstrengend. Aber ich wollte das so. Also insofern, alles ist gut. Ich freue mich und es ist wirklich mega schön und die sind super, super süß. Ich habe mir jetzt gedacht, ich starte einfach mal hier auf diese Seite drauf, weil ich nämlich selber gar nicht wusste, dass es irgendwie schon wieder ein Update gab. Pawsome Update. Hier steht, es gibt ein neues Haus, 2 neue Papageien. Es gibt Ratten. Wie cool ist das denn? 25 neue Items, neue Hutmechaniken, von denen ich leider gar keine Ahnung habe. Wahrscheinlich kriegen die jetzt irgendwie auch noch so einen Bauarbeiterhelm oder so. Irgendwas kann man kombinieren, irgendwelche Mechaniken, keine Ahnung welche. Und es gibt neue Rassen, 3 neue Katzen- und Hunderassen. Ich weiß nicht, ob jeweils 3 oder insgesamt 3, keine Ahnung. Ich meine, wir wissen ja, wir haben insgesamt noch viel zu wenige Tiere überhaupt. Also eigentlich haben wir schon ein paar Tiere. Wir haben ja ein Kaninchen, wir haben einen Hamster, wir haben Fische, wir haben 2 Hunde. Ich habe noch gar keine Katzen bisher. Das wird natürlich auch noch eine Mission werden, aber heute habe ich mein lang ersehntes Projekt vor. Ich möchte nämlich ein LOL-Haus bauen. Ich habe mir gedacht, wir machen das so, wir haben so eine richtig LOL-begeisterte Familie. Im besten Fall, vielleicht kriege ich das hin, dass ich irgendwie 2 Kinder habe und 2 Eltern, also Mama, Papa und halt 2 Kinder irgendwie. Und dann werde ich mir halt ein altes Haus kaufen und werde das so umgestalten im Stil von LOL. Ich habe versucht, möglichst viel Pink und sowas runterzuladen. Ich hoffe, wir kriegen das richtig schön hin. Ja, und wenn ich das jetzt hier gerade so sehe, denke ich mir natürlich, okay, in den nächsten Folgen werden wir wahrscheinlich uns mal die neuen Häuser angucken von den Pets. Ich glaube, das muss ich auch unbedingt mal machen, weil ich habe nur ein einziges Haus bisher gesehen und ich glaube, da müssen wir unbedingt mal dran, weil wir müssen eh Geld verdienen, um uns später dann im Endeffekt ein neues Haus kaufen zu können, damit wir uns dann die ganzen Tiere zulegen. Also vom Platz her ist das jetzt ein bisschen schwierig in dem alten Büro. Da habe ich halt eben platztechnisch ein paar Probleme. Ja, sehr cool. Freut mich auf jeden Fall, dass es da schon wieder ein Update gab. Ich mache einfach mal fortsetzen. Ich hoffe, ich bin hier in der richtigen Ecke. Ich glaube, das geht. Sonst kann ich mich gleich nochmal in die andere Ecke schieben. Soddele, da sind wir wieder. Ah, das sah nicht so schick aus. Das kommt weg. Hallo ihr zwei. Na, Lassie und hallo Zelda. Wie geht's uns denn heute? Kommen wir denn mit zum Job oder behindern wir mich wieder dort? Was haben wir denn vor? Ich liebe ja irgendwie mein neues Büro, ne? Das ist schon sehr hübsch. Ich finde auch fast, dass das schon so ein bisschen zum LOL-Stil passt. Naja, aber auch nur fast. Also ich finde, man kann es noch ein bisschen mehr übertreiben. Es muss noch quietschiger werden. Ja, genau. Das wäre was, was ich fürs nächste Mal vielleicht planen würde. Das ist die Karte der Aufträge. Das hier habe ich auch noch gar nicht gespielt. Luxury Flipper. Das heißt, irgendwas wird sehr luxuriös sein. Ich denke mal mit Pool und solchen Sachen. Das ist bestimmt auch voll cool. Das hier weiß ich überhaupt nicht. Habe ich auch noch nicht getestet. Ja, und das hier sind halt eben die anderen Sachen, die wir noch ausprobieren müssen. Ist das jetzt das Neue? Ich mag gar nicht so weit gucken. Wir machen das beim nächsten Mal. Morgens Tierpflege. Oh mein Gott, das ist auch so fies. Das ist, Golden Retriever. Es gibt ja jedes Mal wieder irgendwelche neuen. Oh Gott, die sind so süß. Jung. Das wäre sogar ein Ausgewachsener. Der hilft aber, glaube ich, nicht. Wo sehe ich das nochmal? Sauber, lebhaft, Racker, Vielfraß. Der ist hilfreich. Ah ja, okay, alles klar. Ja, ich könnte mir tatsächlich auch mal einen Erwachsenen holen. Ein Shiba Inu. Nein. Oh mein Gott, ein Hundebaby. Ich möchte mir schon wieder eins holen. Ich kann mir doch nicht schon wieder einen Hund holen. Ich muss beim nächsten Mal doch Katzen holen. Labrador. Der ist auch hilfreich. Auch ein Hundebaby. Ich muss mich gerade richtig zurückhalten. Ne? Das ist richtig fies. Zwergspitz, noch einer. Nein, ich möchte doch mit den Katzen. Aber wir haben ja keinen Platz. Norwegische Waldkatze. Bombay-Katze. Ich will gerade mal gucken, ob es irgendwas Ähnliches gibt. Ja, Ragdoll ist ja ähnlich wie meine. Wie meine Katze, die heilige Birma. Die sind allerdings ein Tickchen größer. Und da gibt es unglaublich viele Farben bei den Ragdoll-Katzen. Noch mehr als bei heilige Birma. Da gibt es nicht so viele. Ja, Bombay kennen wir schon. Noch eine. Oha, die ist ausgewachsen. Boah, die ist ja richtig groß. Wow. Eine Siam-Katze ist auch schön. Siam steckt ja auch mit in meiner heiligen Birma drin. Inzwischen Ding zwischen Siam und Perser. Britisch Kurzhaar. Die hat 2 unterschiedliche Augenfarben. Nein. Ja, aber ich werde mir, glaube ich, keine... Oh Gott, schottische Faltohrkatze. Ja, die haben diese lustigen Ohren irgendwie. Das ist bestimmt nicht gesund. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist für die Katzen. Manchmal haben ja solche Tiere dann auch so ganz schnell Ohrenentzündung oder so, ne? Ich weiß leider nicht genau, wie das bei denen ist. Also wenn man das irgendwie so sehr verzüchtet, ist es nicht gut. Kaninchen, haben wir schon eins. Noch eins. Ja, und... Achso, das gibt nur 2. Ja, jetzt hier müssen doch eigentlich Ratten sein. Meerschweinchen. Gucken wir mal, ob wir direkt eine angeboten bekommen. Hamster. Noch ein Hamster. Noch ein Meerschweinchen. Hä, wo sind jetzt meine Schweinchen?
schönen Ratten. Ich liebe Ratten. Haben wir jetzt kein Glück gerade? Leguan. Noch ein Leguan. Schildkröte, Schildkröte. Mann, das war ja wohl nix. Oh ja, und das will ich auch unbedingt. Es gibt nur einen einzigen Kakadu. Boah, da muss man ja richtig oft gucken. Ich glaube, ich kann den auch gar nicht so adoptieren. Ich finde den irgendwie so toll. Ich würde den gerade eigentlich gerne mitnehmen. Boah, 1000. Wo kann ich den denn? Nein. Abbruch. Habe ich es jetzt aus Versehen genommen? Nee, ne? Ich dachte, ich wollte mal gucken, ob ich das überhaupt irgendwo hinkriege. Vielleicht höchstens in den Garten. Weil sonst haben wir echt ein Problem. Na gut, jetzt bin ich bei dem Fisch hier einfach vorbei. Neon, Segelflosse. Ich will mal gucken, ob ich irgendwas Neues entdecken kann. Schlange, ist eher nicht so meins. Spinne ist gar nicht so meins. Okay, gibt nur eine. Wie gern ich mir einfach jetzt gerade kurz einen Hund holen würde. Ist immer so schön, weil man den auch mitnehmen kann. Kann man Katzen eigentlich auch mitnehmen? Nee, ne? Ich denke immer so, boah, wenn ich jetzt so eine hätte, in die ich mich dann sofort verliebe. Ich würde halt gerne ein Babykätzchen haben. Also die finde ich schon sehr süß. Eine Bombay-Katze. Aber ich bin ein unglaublich großer Fan von norwegischen Waldkatzen. Aber stellt euch mal vor, wir hätten hier... Ach, die ist eigentlich auch so unglaublich süß. Britisch Kurzhaar, die sind auch so super lieb. Und wenn dann hier plötzlich eine heilige Birma wäre, dann würde ich trotzdem nehmen. Oh Mann, ich habe hier keinen Platz. Was brauche ich denn dafür? Ich kann sie einfach so adoptieren. Okay. Das ist schon wieder ein Junge. Das ist auch ein Junge. Das wäre ein Mädchen hier. Die norwegische Waldkatze. Ich glaube, ich adoptiere die jetzt einfach. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche jetzt Katze. Ich befürchte, sie kann mich nicht begleiten, aber ich nenne sie jetzt Aurelie. Also ich finde den Namen so schön und wir hatten bei den kleinen Kitten bei uns überlegt. Also das war eigentlich so unser Lieblingsname Aurelie, aber wir haben halt ja unsere Ori und das wäre ein bisschen verwirrend gewesen, wenn wir Aurelie hätten. Ich meine, schreibt man zwar komplett anders, also Aurelie schreibt man es ja und Ori schreibt man ja einfach nur O-R-I. Aber es hört sich dann genau gleich an, so ne? Ori, Aurelie, das ist dann so, hä? Nee, deswegen haben wir das nicht gemacht. Dann nennen wir jetzt einfach die Kleine hier so. Hi, Aurelie. Na, oh mein Gott, ist die süß. Boah, ist die mega süß. Wir haben leider gar nichts. Trinkt die denn auch aus diesem Futternapf da? Oder ist das nur für Hunde? Was kann ich denn mal machen mit dir? Auf jeden Fall, das ist schon mal ganz wichtig. Mein Gott, ist die klein. Oh, die ist ja richtig klein. Ja, da kriegst du eine Belohnung. Da, hoppala. Schwupp, weg war der Fisch. Ja, du Süße. Kann man mit Maus spielen oder mit Garn? Ich habe ja tatsächlich von einer Zuschauerin mal so einen kleinen Wollball geschenkt gekriegt. Also per Post. Und das war so süß, weil die mögen den total. Also die haben echt viel damit gespielt. Also am liebsten bei mir mögen sie damit spielen. Mit der Federangel. Sowas lieben die voll. Oder diesen Federpuffer. Was? Hier, Spiel. Hallo. Komm. Bist du eine faule Katze? Oder muss ich dich erstmal hier so... Da. Ja, guck mal. Ja, feini. Aha, sie braucht ein bisschen Anlauf. Ja, komm hier. Na, komm mal mit. Ich angel mir eine Katze. Hui. Er muss ja mal irgendwie ein bisschen draufdrücken, damit das geht. Sie ist aber nicht so engagiert. Also das sieht bei meiner aber ein bisschen energischer aus, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht so... Die ist eher so eine bisschen faulere Katze, glaube ich. Die ist ein bisschen ruhiger. Naja, gut. Was ist das hier? Beim Job. Was, kann die mich doch begleiten? Sie kann mich doch begleiten zum Job mitnehmen. Dann möchte ich sie natürlich auf jeden Fall mitnehmen. Ha, man kann ihr hier so einen lustigen Hut aufsetzen. Was kriegt sie denn mal? Einen Sonnenhut, damit sie keinen Sonnenstich... Oder so einen kleinen Cowboyhut. Aha. Ach, und zu Hause kann sie auch was tragen. Dann kann ich ja jetzt mal... Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Das ist ja... Okay, das ist ein bisschen lustig. Ich finde, das passt ja eigentlich, aber das würde eher zu einer männlichen Katze passen. So ein Bauarbeiterhut ist auch voll süß. Oh mein Gott, ist das niedlich. Irgendwie finde ich ja auch den voll passend bei ihr. Den. Nee, okay, also im Büro, jetzt hier zu Hause, trägt sie nichts und unterwegs kriegt sie einen Sonnenhut. Das ist ja so süß. Hier kann ich den Namen sogar ändern. Nee, möchte ich nicht. Dann will ich doch bei dir auch nochmal gucken, wenn wir dir hier was anderes aufsetzen können. Beim Job bekommst du... Moment, wir testen mal, wie das aussieht. Der ist ja auch so süß. Bei dem finde ich den auch gut, den Helm. Oh mein Gott, das ist auch voll witzig. Ha. Ja, ich überlege, den zu nehmen. Nee, der passt nicht. Auch wenn Lassie ein Mädchen ist. Ich finde, Lassie hat mehr so... Oh, das finde ich auch voll gut. Nee, das nicht so. Nehmen wir den. Ich mag den irgendwie bei ihr. Den hier und dann zu Hause trägt sie keinen Hut. Feini. Jetzt gucken wir nochmal hier bei Zelda. Eigentlich müssten wir dich ja Link nennen, aber irgendwie heißt jetzt schon Zelda. Was soll ich machen? Ich mag Zelda irgendwie nicht mehr umbenennen, obwohl es ein Junge ist. Okay, du brauchst einen... vielleicht nimmst du den Hut. Ja, du... Oh, nee. Ich glaube, wir nehmen mal entweder den oder vielleicht sogar auch einfach den da. Weil das sieht so komisch aus, wenn man die Ohren nicht sieht. Ach komm, wir nehmen den. Den und hier zu Hause wieder keinen Hut. Ja, und ihr wisst Bescheid, ne? Heute bauen wir ein LOL-Haus. Da müsst ihr mir auf jeden Fall sehr viel Unterstützung geben. Die lächelt mich an da unten, die Kleine. Ganz ehrlich, wie mega cute kann das bitte sein? Das ist jetzt was von süß. Ich muss wenigstens schnell noch was für die Kleine holen. Also für die Katze. Das geht ja nicht, dass sie ja nichts hat. Die braucht doch wenigstens Trinkapparat. Kann ich nicht irgendwo noch... Ah, da kann ich Katzen. Okay, das ist sehr gut. Boah, das ist
ist so riesig. Da haben wir hier leider gar keinen Platz für. Katzenlaufband? Ne. Katzenkratzbaum auf jeden Fall. Von der Größe her würde der vielleicht sogar auch gehen. Was passt denn hier? Naja, nee, irgendwie ist das alles nicht so. Vielleicht einfach nur so ein dunkelgrau oder tatsächlich einfach auch weiß. Das würde auch gut aussehen. Material. Ei. Alter Schwede, das ist ja... Oh, das ist süß. Gucken wir mal hier. Entweder sowas Dunkles oder vielleicht sogar was... Das finde ich schön. Das finde ich auch hübsch. So hier, so eine helle Eiche. Ich glaube, wir nehmen ausnahmsweise mal so eine helle Eiche. Was haben wir denn als zweite Farbe? Ich weiß noch nicht mal wo. Hä? Ach, das Ding hier. Violett. Ich glaube, das sieht man eh kaum. Wir machen einfach so grau. Das sieht auch ganz gut aus. Das sieht richtig edel aus, finde ich. Boah, ist der riesig. Tja, wo haben wir da Platz für, ist jetzt die Frage. Ach, hallo. Mein Kaninchen ist hier. Huch. Da. Ja, super. Hier haben wir noch richtig gut Platz. Ich würde das... Nee, Moment. Ich glaube, ich würde es einmal in diese Richtung drehen. Genau, dann kann sie nämlich hier so schön einsteigen. So, jetzt gucken wir mal. Ich finde, passt jetzt nicht so optimal, aber... Oh, na, na. Ja, guck mal. Ja, guck mal, das ist für dich. Ja, fein. Mach mal hops. Oh, sehr schön. Ja, gut. Das hast du gut gemacht, ne? Bist du gut hochgekommen, ne? Oh, ich bin gerade so happy, dass ich mir eine kleine Katze geholt habe. Ich finde die so süß. Wisst ihr was? Die strahlt mich die ganze Zeit so an. Die lächelt irgendwie. Ich mag das voll. Oh, die folgt mir auch mit den Augen. Guck mal, wenn ich hier so lang gehe, dann guckt die ganze Zeit. Guck mal, wie die guckt. Oh. So, als ob die mich die ganze Zeit beobachtet. Oh, schön, dass ihr mitkommt. Ja, und du hast mich natürlich auch verfolgt. Ja, ich weiß. Lassie, du bist auch eine ganz feine. Und du bist auch fein. Suki, tut mir leid. Ja, komm hier. Ei, du darfst mich leider nicht begleiten auf dem Job. Finde ich schade. Ich würde sie alle mitnehmen. Wobei, meistens stehen die mir eh nur im Weg. Na komm, dann gucken wir mal. Wait. Ich weiß gar nicht, ob die was zu trinken und zu essen hat. Also kann ich ja nicht weggehen. Ein Käfig? Ein Katzenkäfig? Warum zur Hölle sollte ich einen Katzenkäfig haben? Katzenklo, ja, das brauche ich eigentlich auch. Katzentrinkapparat, Katzenfutterapparat. Puh, was machen wir denn? Wir haben nicht so viel Platz. Insofern, eine Katzentoilette wäre schon wichtig. Ich würde sogar auch einfach diese Farbe, glaube ich, nehmen. Verzierung. Nö, fand ich ganz gut so. Die stellen wir einfach in die Ecke. So hier. Ich finde das hier eigentlich ganz gut, weil da war eh noch ein Platz. Passt auch hierzu. Und vielleicht können wir daneben auch noch diesen Trinkapparat stellen. Ja, genau, Miau. Katzenspielzeug. Ja, ja, Spielzeug brauchen wir auch auf jeden Fall. So, Spielzeug ist ganz wichtig. Also entweder hole ich dann sowas, doppelter Katzennapf, aber ich weiß halt nicht, ob man da trinken und Futter oder ob das halt einfach nur so nur Futter wäre. Das war ja beim anderen Mal auch schon so komisch. Trinkapparat. Wir hatten, glaube ich, das hier. Oh, das ist ja voll klein. Dann würde das ja eventuell auch sogar hier noch hinpassen. Ja, da finde ich es ganz gut. Was ist das denn? Hat die da hingekotzt? Ist das Katzenkotze? Ich denke mal. Direkt das Erste. Ja, erstmal hinkotzen. Und dann machen wir einfach den Futterautomaten daneben. Wenn der nicht so groß ist, ist er super. Ja, toll. Das ist doch richtig schön hier. Kann ich da irgendwas mitmachen? Oh, hops. Oh, nein. Mega. Das ist ja richtig süß. So einen hätte ich auch gerne. Bitte nicht unter das Bett. Oh nein, bei mir verschwinden die Sachen immer unter dem Bett. Nein, bitte nicht unter das Bett. Oh, geht das hier überhaupt? Krass, wie lange macht die das? Bis sie gefangen hat? Okay, die tut sehr komische Dinge, die Maus. Hört die irgendwann auch wieder auf? Hallo? Hört die auf? Oder macht die das jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag? Ach so, der Gegenstand ist wieder an seinem alten Platz. Tut mir leid, der macht so eigenartige Geräusche, dass... Muss ja nicht sein. Lassie liegt auf der Schwelle. Nun gut, dann gucken wir jetzt mal, welches Haus wir uns auserkoren haben. Was? Was wir uns aussuchen werden. Jetzt habe ich hier schon so lange rumgeeidelt, ne? Das ist ja echt schlimm. Es darf nicht so mega klein sein, es darf aber auch nicht so groß sein. Wir gucken mal, wie viele Zimmer das so hat. Ein Raum? Ja, das geht ja gar nicht. Wie sollen wir denn da Kinder reinkriegen? Ich meine, gut, ich könnte da vielleicht ein paar Wände reinziehen, aber ich weiß ja nicht. Wie groß ist das denn? Vier Räume. Aha. Haben wir bitte auch mal so Fotos von innen? Das wäre sehr nett. Oder zählt ein Badezimmer zählt, glaube ich, als Raum. Das wäre schlecht. Ha, ist auf jeden Fall aber besser als das andere. Verbranntes Haus. Auch vier Räume. Ich glaube tatsächlich, Bad zählt. Eins, zwei. Das ist auch ein Raum. Boah, okay, also wir werden wahrscheinlich gar nicht so viel reinstellen können. Wobei ich ja sagen muss, wir haben 113 Euro. Da können wir ja doch vielleicht was etwas Größeres. Hier zum Beispiel sechs Räume. Vielleicht können wir das ja sogar nehmen. Sind zwar nicht viele Quadratmeter, aber wenn es sechs Räume sind, in der Hoffnung, dass sie das wirklich auch sechs Räume sind und die nicht wieder nur irgendwas erzählen hier vom Pferd. Ja, wir müssen eine richtig LOL verliebte Familie haben. Sehr sanierungsbedürftig, das ist ja schon mal gut. Also es wird richtig übel aussehen am Ende. Das hat fünf Räume. Fast genauso groß. Also mir kommt es gerade nur so ein bisschen auf die Größe an. Ah, ein Haus vieler Generationen. Fünf Räume. Nee, doch nicht so toll. Ich gucke jetzt hier
ja so ein bisschen auf die Bilder. Aber wir haben auf jeden Fall hier zwei Zimmer. Da könnte man hier ein Elternzimmer, ein Kinderzimmer. Vielleicht müssen die Kinder sich das Zimmer teilen. Dann hier eine kleine Toilette. Ja, mehr sieht man leider wieder nicht davon. Aber warum Haus vieler Generationen? Das passt doch dann gar nicht. Ich meine, je größer das Haus, je mehr man sozusagen da tut, desto besser ist es ja eigentlich. Haus und Auto. 7 Räume, na, vergiss es. Ich kann euch sagen, ein Raum ist bestimmt, also die Garage zählt sicherlich auch als Raum. Ja, das wäre natürlich mega, aber das will ich danach nicht verkaufen. Ich möchte das LOL-Haus auf jeden Fall verkaufen danach. 5 Räume. Die man renovieren sollte. Auch wieder 5 Räume. Alter Schwede, was soll denn das mal? Vielleicht sind ja auch diese Tierdinger noch größer. Also die von der anderen Karte. Wisst ihr, die ich beim nächsten Mal spielen will. Vielleicht sind die ja größer. 6 Räume. Oh, das scheint aber... Oh, das scheint größer zu sein. Aber dann habe ich nicht mehr sonderlich viel Geld, um was zu investieren, weil das Haus an sich schon so teuer ist. Oh Mann. Okay, ich nehme jetzt so ein Mittelding. Ich nehme das, 6 Räume, ich kaufe das. Bumm. Okay. Herr Jemini, das sieht ja jetzt übel aus. Okay, also erstmal komplett alles hier sanieren. Was? Hallo, na ihr Süßis, seid ihr alle übereinander gespawnt? Ja, ja, wir werden erstmal hier draußen so ein bisschen aufräumen müssen. Das, was ich jetzt hier machen könnte, wenn ich wollte, wäre auch noch Rasenmähen und so. Ich weiß nicht, ob ich das zeitlich gesehen hier noch schaffe, aber ich werde auf jeden Fall natürlich das Unkraut entfernen. Das ist ja ganz wichtig, dass wir hier nichts mehr haben. Ach, und während ich das mache, habe ich ja gerade mal eine Idee, dann könnte ich ja mal ganz kurz mit euch quatschen. Nicht, dass ich das sonst nicht täte die ganze Zeit. Aber ich habe gerade, was ist heute für ein Tag? Jetzt ist Montag und ich habe am Samstag, also jetzt vor 2 Tagen, habe ich das erste Mal wieder ein Video hochgeladen auf meinem Zanzara for Kids Kanal. Und das war so krass. Also euer Feedback war halt einfach so heftig. Ich habe ja darum gebeten, dass sich die älteren Zuschauer auch mal melden, weil ich ja genau weiß, wie das ist. Also Kinder kommentieren ja sehr viel schneller mal bei einem Video. Und die Erwachsenen, das geht dann eher mal so ein bisschen unter und das ist dann so, ja. Ich bin selber auch so. Also da braucht ihr euch gar nicht für entschuldigen, ne? Man will sich ja entspannen und hat da keinen Bock irgendwie dann nochmal irgendwie so, ja, jetzt schreibe ich einen Kommentar. Ich fand das zwar irgendwie schön, hat mich entspannt, ich fand es irgendwie nett, aber normalerweise kommentiert man dann nicht. Problem ist halt, dass man so als YouTuber doch sehr davon abhängig ist, dass die Community dann auch so ein bisschen aktiv wird, weil sonst dein Video halt dann nicht wirklich richtig gut vorgeschlagen wird und ne, ja, bla, das ist halt einfach blöd. Und was ich halt so schön fand, dass da wirklich so viele Leute sich einfach zu Wort gemeldet haben, so viele Mamis und auch so viele, warum sollte ich den fällen? Hä? Muss ich das? Der sieht doch voll schön aus. Ich fäll doch nicht den schönen Baum hier. Nö, mach ich nicht. Na, das habe ich auf jeden Fall so happy gemacht, dass da so viel Anteilnahme gekommen ist von euch und wie viele wirklich auch ohne Kinder meine Videos gucken, obwohl ich das Spielzeug auspacke. Ich meine, ich habe das immer wieder mitgekriegt, ne? Ich habe das auch immer wieder gehört so und als dann aber so viele geschrieben haben, dann war ich echt sowas von überwältigt von der Masse. Ne? Also ich wusste das, aber dass so viele sind, das habe ich auch nicht gedacht. Da war ich richtig krass, also richtig überrascht, richtig begeistert. Das halt auch, ich meine, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass man dann sich da hinsetzt und dann sagt auch, ja, hallo, ich bin so und so, ich bin 43 Jahre alt und... Was ist das denn? Ach so, das ist meine Katze mit dem Hut. Ups. Und setzt sich dann hin und sagt dann halt wirklich, wer man selber ist. Und ja, keine Ahnung, also ich fand das halt richtig toll. Und ich will mich natürlich auf dem anderen Kanal auch nochmal richtig bedanken, aber jetzt, wo ich halt gerade hier so viel Unkraut entfernen muss, dachte ich, ich kann das ja mal erzählen, weil ich gerade jetzt natürlich auch so überwältigt bin. Was können wir denn hier noch machen? Wir müssen hier... Oh, da ist noch irgendwo Unkraut. Hier dahinter, glaube ich. Ah, da das dicke Ding. Hui, weg damit. Und eventuell kann ich auch hier von außen irgendwas sauber machen. Was haben wir denn da? Vielleicht Gartenschlauch? Kann ich das damit irgendwie sauber machen? Oh, ach so. Oh, hier war der Dreck. Aha. Ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen lang. Vielleicht... Ah, da war tatsächlich was außen. Hier auch. Da oben sind, glaube ich, entweder Spinnenbeben oder ist das am Fenster? Oder hier unten? Da habe ich wieder was erwischt. Oh, und ich sehe schon von hier drin, dass da die Heizung kaputt ist. Mhm. Ja, es war auf jeden Fall super wichtig. Ich hoffe, dass ich das vielleicht sogar auch noch verwenden kann bei YouTube, dass ich da irgendwie dann nochmal sagen kann, bitte schaut euch doch einmal das Video an. Es ist wirklich nicht so. Mein Kanal ist für alle interessant. Na klar, gucken da Kinder zu. Es geht auch um Spielzeug und ich bin auch jemand, der für alle halt gut geeignet ist, sage ich jetzt mal. Aber ich bin halt weit weg entfernt von diesem typischen Kinderkanal-Unboxings. So. Also das, ich weiß ja nicht, wer von euch das alles so kennt, wie da normalerweise sowas abläuft und wie viele tatsächlich schlechte Vorbilder es gibt auf YouTube, wo wirklich Kinder zugucken und nicht so wie bei meinem Kanal, wo halt auch ganz viel Produkt getestet wird und was dann zur Entscheidungshilfe dient bei vielen Erwachsenen. Ne? So lohnt sich das Spielzeug. Sag mal, habe ich hier gerade meine Katze abgesprüht? Ich glaube, ja. Huch, hä, was ist denn hier los? Warum geht denn das nicht? Kann ich es von außen reinigen? Ja, von der anderen Seite dreckig, okay. Irgendwas ist hier doch noch. So stehe ich direkt davor. So stehe ich direkt davor. Wo ist das? Wo ist denn der Dreck? Ja, ich versuche es erstmal von innen. Vielleicht geht das ja von innen weg. Das ist eigentlich alles von außen. Ach, Herr Jemine, das wird doch nichts. Muss ich bestimmt nachher nochmal raus. Verdammt dreckig hier. Ah, oh, guck mal, die beschweren sich schon. Was für ein Drecksloch. Hä? Hallo, ich mach grad sauber. Was soll denn das? Die sind aber auch mal so ungeduldig, ne? Man kommt hier, steht da mit dem Sprühschlauch und dann so, es ist aber so dreckig hier. Und du so, hallo, was tue ich bitte gerade? Reicht dich zusammen, räume gründlich aus. Gründlich auf. Was mache ich denn? Oh.
Ja, das ist so Scheinebacken hier. So, draußen sind wir schon mal fertig soweit. Könnten vielleicht nochmal Rasen mähen später. Aber wir gehen erstmal. Ach du je. Das geht nicht. So, wieder umstellen. Genau, wir räumen erstmal weg. Das wahrscheinlich verkaufen. Tschüss. Ich denke mal, oh, das kann auch weg. Ich überlege gerade, ob ich die Türen jetzt schon verkaufen kann. Vielleicht lieber nicht. Ich verkaufe erstmal einfach alles, was hier so ist. Ah, ich kann die alten Flaschen verkaufen. Nee, kriege ich kein Geld für. Aha, die beschweren sich schon wieder. Ah, nee, die freuen sich gerade, was ich da mache. So, alte Zeitung hier. Mein Gott, was habt ihr denn alles hier liegen gelassen? Oben auch noch was. Nein, dich kann ich natürlich nicht verkaufen. Aber das Ding da. Ihhh, überall. Wir brauchen Gips. Wir müssen hier den Gips vergipsen. Ah ja, Herr Gipsen. Ich glaube, ich gebe einfach Gips ein. Da finde ich es mal am einfachsten. Gips. Ein Eimer voller Gips. Gips ja gar nicht. Jetzt verspachteln wir mal hier schön dieses fette Loch. Damit. Oh, neuer Fertigkeitspunkt. Jo, das machen wir sofort, weil dann kriege ich wieder irgendwas Besseres. Ach nee, warte mal. Ach doch, schneller vergipsen. Ja gut, das ist das Einzige, was ich kriegen kann. Dann nehmen wir das auch, wenn das schon das Einzige ist. Hier haben wir noch ein fettes Loch. Bin ich jetzt schneller? Hat jemand gemerkt, ob ich schneller bin? Und Fenster reinigen kann ich auch direkt. Oh, über mir war eine ganz komische Lampe. Die muss ich auch direkt gleich mal verkaufen. Das sieht ja ganz schlimm aus. Aber eigentlich, am Anfang ist es immer doof, wenn man die Lampen verkauft, weil dann sieht man nämlich gar nichts mehr. So ohne Licht. Oh, hier ist ja auch noch. Und da auch. Mein Gott, wie viele Löcher haben wir denn hier? Da hat ja jemand komplett die ganzen Wände aufgerissen. Ist ja ein Ding. Ich hatte auf jeden Fall so ein Spaß, hier so viel zu erzählen bei meiner letzten Videoaufnahme, dass ich echt dachte so, boah, ich würde so gerne nochmal sowas Ähnliches machen, einfach mit irgendeinem anderen Thema und so ein bisschen erzählen. So das, was ich jetzt gerade hier quasi mache und dann währenddessen zum Beispiel Diamond Painting oder so, da habe ich ja richtig lang schon was bei mir liegen, was ich einfach noch nie gemacht habe. Ich weiß selber noch nicht mal mehr, welches Poster, also welches Bild das war. Boah, gar keine Ahnung. Na, da freuen sie sich wieder. Vielleicht kaufe ich auch schon direkt mal eine Heizung. Ja, komm, Heizkörper. Heizung. Ist das die kleinste? Bestimmt. Montieren. Ich habe sogar schon ein paar Ideen für irgendwelche Themen, was man da so machen könnte. Und dann kann ich halt währenddessen Diamond Painting machen. Also es wäre so eine coole Idee. Der Lichtschalter ist auch richtig hässlich. Boah, das ist auch richtig hässlich alles. Alter, wie die Tür. Wie das hier aussieht. Um Gottes Willen. Ich liebe das ja, ne? Also, ich sag immer um Gottes Willen, aber ich liebe das, wenn du hier so reinkommst. Und es ist so dreckig und du räumst es auf. Und danach ist es so schön sauber. Ich hasse ja eigentlich aufräumen, so in echt, ne? Ich finde, wobei, naja, manchmal ist es schon irgendwie auch ganz cool. Oh, die war noch gut. Oh, egal. Ja, es ist schon eigentlich ganz cool, wenn es denn danach dann aufgeräumt ist. Aber so während... Oh, das wollte ich nicht. Währenddessen ist es dann manchmal nicht so toll. Das ist ja sauber. Wie kann das denn sein, dass das sauber ist? Na gut. Aber hier brauchen wir nochmal eine Heizung. Könnte ich sogar fast eine große nehmen. Mach ich aber nicht. Ich muss das ja bezahlen, ne? Ich meine, gut, vielleicht steigt der Wert auch. Ich weiß das leider nicht genau. Ob der Wert steigt automatisch dadurch, dass ich eine bessere Heizung nehme? Ach, verspricht das hier auch wirklich... Oh. What the hell? Was ist das denn für eine lustige Toilette? Oh, weia. Völlig eskaliert. Hier ist ja alles zerdeppert. Was habe ich hier gemacht? Das gibt's ja gar nicht. Alles weg. Ohne Badezimmer. Ja, 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 Leute. Nehmt euch mal zurück hier. Oh, die sind auch hässlich. Die verkaufen wir später. Naja, wir machen erstmal hier so ein bisschen Ordnung. Das ist schön. Das ist ein schönes Zimmer. Das ist vielleicht das Wohnzimmer. Das brauchen wir auch nicht mehr. Ist auch hässlich. Boah, was ist das denn alles hier? Alte Kisten. Wenn man die nochmal neu herrichten würde, dann würden die bestimmt ganz hübsch aussehen. Eine olle Lampe. Kann ich die nicht vielleicht einfach... so ein bisschen aufmöbeln. Das fände ich irgendwie auch schön, wenn man das könnte. Kann man aber leider nicht. Wow. Ah ja. Okay, hier geht's raus. Muss gleich nochmal so ein bisschen hier die Zimmer evaluieren. Das ist die Küche, denke ich. Oh mein Gott, was ist denn da? Ach du Schreck. Also hier hat jemand offensichtlich gesoffen und hat alles kaputt gemacht, was es gibt. Oh, es regnet Kartons. Ich glaube, es gibt schlechtes Wetter. Ja, weg damit. Ich verkaufe alles. Kriege ich denn überhaupt dafür Geld? Ja, ein paar Cent kriege ich dafür. 28 Cent, wow. Für so einen ollen Teller. Naja, wenigstens für die Stühle kriege ich noch was. Ich glaube, dann gehe ich direkt gleich einmal rum und montiere überall Heizungen. Ja, weil Heizungen sind ja wichtig. Kann ich das auch verkaufen? Theoretisch ja. Nee, geht nicht, ne? Entfernen stand da nur. Aber das kann auf jeden Fall weg. Messerblock, der sieht auch noch gut aus. Ah, kommt alles neu. Ich will auch diesmal gar nicht so viel Neues einrichten, ja? Das beim letzten Mal war schon sehr übertrieben viel. Weil ich sehe immer, wo das hinführt, wenn ich das mache. Das heißt, das Video wird einfach unglaublich lang. Was natürlich Spaß macht, aber ich weiß auch gar nicht. Naja, doch, ihr mögt ja meistens lange Videos, aber ich will dann euch nicht so krass überfordern. Ich denke mir immer so, boah, das ist jetzt wirklich schon ganz schön lang. Ja, ist halt so, ne? Was soll ich machen? Wenn ich halt da so lange dran sitze, dann ist das halt so lang. Ich meine, gut, ich könnte halt alles zusammenschneiden und euch dann nichts zeigen, aber... Wozu soll ich dann ein Video drehen? Macht ja auch keinen Sinn, ne? Fenster reinigen. Boah, das ist ein fettes Fenster. Das muss auch fett gereinigt werden. Ach so,
ich sitze hier übrigens noch und bin am Überlegen. Es gibt ja bald diese Togo-Tour, über die ich auch gesprochen habe in meinem anderen Video. Und da ist ja jetzt schon das erste Event am, wann war das jetzt? Moment, mein schlauer Zettel sagt 6. 7. August in Bremerhaven. Und das ist von meiner Richtung aus jetzt, wo ich gerade aufnehme, ist das schon recht bald. Ich habe halt noch gar nichts gebucht und noch ist alles noch so gar nicht klar. Aber ich würde so gerne hin, weil das halt immer so eine schöne Möglichkeit ist, euch mal zu treffen. Vor allem ist das halt echt so ein Event, das geht ja wirklich ein ganzes Wochenende und es lohnt sich dann auch, dahin zu gehen. Gerade wenn man so mit der Family das zusammen macht, ist es halt richtig schön, weil Togo, die haben halt alles vereint. Also ich bin dann natürlich mit LOL quasi da, weil die mich ja da eingeladen haben und wäre dann natürlich am LOL-Stand. Es gibt auch einen Rainbow High-Stand, auch richtig cool. Aber ich wäre wahrscheinlich die meiste Zeit dann bei LOL. Und man kann so viele Sachen irgendwie machen. Und da gibt es auch Gäste, die dann irgendwie auftreten auf der Bühne. Und ich war noch nie auf so einem Event. Ich habe damals mal auf so einem ähnlichen Event gearbeitet. Das war, wie hieß denn das? Ich glaube, Rewe Sommerfest oder so. Das ist halt dann, ja, sagen wir mal, im übertragenen Sinne, ist es irgendwo schon eine Werbeveranstaltung. Ne? Da sind halt ganz viele Firmen, die dann alle da auftreten. Aber es macht halt auch super viel Spaß, weil man, also die geben sich natürlich richtig viel Mühe, um dann da so Gesicht zu zeigen, sage ich jetzt mal. Und die machen das natürlich für Publicity so, um da zu sein und machen dann für sich quasi Werbung. Und das, was ich halt weiß, ist, wenn ich denn da wäre, dann gäbe es da halt auch so ein paar coole Sachen geschenkt und so. Deswegen würde ich halt einfach total gerne hinkommen, weil ich glaube, das wäre für euch richtig cool. Und das ist einfach ein schöner Tag so. Warte mal, da ist ja noch ein Teller. Tschüss, Teller. Teller, Teller. Okay, das war jetzt nicht so unplatt. Hier ist noch ein bisschen Dreck. Oh, ich habe ja gar nicht an der... Oh, ich habe die Wände nicht geputzt. Bin ich aber ein Trottel. Jetzt muss ich gleich nochmal überall rein. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen auf meine... Aha, war doch von innen. Auf meine Minimap hier schauen sollen. Da hätte ich ja ein bisschen mehr noch gesehen. Hier irgendwo in der Ecke ist noch was. Hier. Aha, okay, das haben wir fertig. Hier ist nichts mehr. Aber hier ist noch was. Von innen oder wie? Nee, da. Unten, auf dem Boden vielleicht? Ah, auf dem Boden war das okay. Und dann immer ein bisschen auf der Minimap. Da an der Decke ist was. Und hier irgendwo noch. Haben wir jetzt alles? Ist jetzt alles sauber? Wo sehe ich das? Kann ich nur mal gucken? Sieht eigentlich gut aus. Dann machen wir jetzt erstmal das da. Mann, ich wollte doch den Eimer tragen. Bin ich jetzt doof? Ich bin doof. Oh Mann, wie kann dir das passiert sein? Das war schon immer so. Komm, ich will den mitnehmen. Wir müssen gleich mal schauen, was wir denn wohin machen. Welches Zimmer wohin soll. Also ich finde, das hier sieht so ein bisschen... Entweder sieht das aus nach Kinderzimmer. Passen hier so zwei Betten hin. Weil ich finde, fürs Kinderzimmer bräuchte man da schon ein bisschen was Größeres. Also hier sieht es so ein bisschen aus nach Wohnzimmer, finde ich. Das war Bad, war ja klar. Boah, das ist richtig fett kaputt. Da unten ist, glaube ich, auch kaputt, wenn ich das richtig sehe. Ist kaputt? Ja. Okay. Brauchen wir genauso viel Gips wie für das andere Loch. Ist natürlich total sinnvoll. Hier auch. Boah, alter Schwede. Die haben das halbe Haus hier mit abgerissen, habe ich das Gefühl. Die haben nicht nur die Tapeten abgemacht, sondern die haben gleich die ganze Wand rausgerissen. Genau so. Hier. Oh, da ist ja noch was. What? Da muss man ja genau hingucken. Okay. Puh, da muss ich ja jetzt nochmal die Wände richtig abgehen. Nicht, dass ich da irgendwas übersehe. Da oben ist auch noch was. Hier, ah, habe ich doch gesagt. Wir brauchen dringend Gips. Ja, das weiß ich. Hier bestimmt. Da in der Ecke. Was machen wir hier hin? Wir haben hier, vielleicht ist das, also 1, 2, Wohnzimmer. Wir könnten dann doch sogar vielleicht entweder ein Esszimmer machen oder für jedes Kind ein Zimmer. Das wäre natürlich auch schön. Oder aber wirklich Esszimmer. Weil sonst haben wir ja nichts, wo wir richtig uns hinsetzen können zum Essen. Ja, komm. Wir machen, glaube ich, ein Esszimmer. Ein Esszimmer, ein Kinderzimmer, ein... Nee, stopp! Wir haben ja gar kein Erwachsenenschlafzimmer. Nee, das geht natürlich nicht. Da hätte ich fast das Schlafzimmer vergessen. Wie kann denn das vorkommen? Huch. Ja, dann ist vielleicht das hier das Schlafzimmer für die... Eltern, oder? Wohnzimmer? Brauchen wir noch mehr Gips? Woher weiß ich das? Wo kann ich das sehen? Gar nicht? Da! Hinter der Heizung. Oh, das ist aber auch gemein. Okay, okay. Ich hab's noch gefunden. So, jetzt sagen sie immer noch, wir brauchen dringend Gips. Immer noch? Sagt irgendwie jemand was? Kriege ich irgendwo einen Tipp? Na gut, ich werde es wahrscheinlich spätestens dann merken, wenn ich streichen möchte. Wir müssen ja eigentlich uns gar nicht so krass viele Farben ausdenken. Wir werden auf jeden Fall viel mit Pink arbeiten, mit Weiß, mit Schwarz, so LOL-typisch. Ich habe mir extra einen richtig coolen Ordner errichtet mit Postern, die ich selbst gemacht habe von LOL-Figuren. Ja, das habe ich alles schon vorgearbeitet. Habe ich auf Instagram auch alles schon vorher mal hochgeladen, um mal so ein bisschen zu zeigen, was hier so kommt. Das Einzige, wo ich so ein bisschen Bedenken habe, ist jetzt hier das Badezimmer. Ich habe keine Ahnung, wie wir das schön hinkriegen wollen in Pink. Weil ich glaube, es gibt keine pinken Fliesen, so wie ich das mitgekriegt habe. Ich kann nur versuchen, die Wand relativ viel in Pink zu halten und dann nur so ganz wenig zu fließen in irgendeiner dezenten Farbe, wie entweder Schwarz oder Weiß. Wisst ihr Bescheid? Oder ja, höchstens noch sowas hier. Das ist schon braun, ist nicht gut. Wenn, dann eher grau. Ist halt die Frage, wie kriegen wir jetzt dieses schöne LOL-typische hin? Vielleicht nehmen wir sogar einfach nur sowas, was super dezent ist in Weiß und machen dann den Rest, also streichen den Rest dann so in Pink und vielleicht auch hier Schwarz.
das finde ich gut. Die finde ich nicht schlecht. Gehen die vielleicht auch für den Fußboden? Die schwarzen hätte ich voll gerne für den Fußboden. Ich bin ja jetzt gerade hier bei Wandfliesen. Ich sehe da sonst gerade gar nichts, was so passen würde. Also ich denke mal, ich werde einfach weiß, so für den Duschbereich zum Beispiel, werde ich weiß nehmen. Dann den Rest pink streichen. Wenn wir denn so ein richtig schönes Pink überhaupt haben. Ich nehme die hier. Die sind so ganz schlicht und hoffentlich sehr weiß. Stelle ich das schon mal hin und dann machen wir erstmal Licht an, damit man überhaupt irgendwas sieht. Boah, es ist so dreckig. Hier ist die Dusche, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, die lassen wir auch da. Dann versuche ich doch erstmal vielleicht hier, solange da noch nichts steht, das anzubringen. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Das ist schön. Das ist schön. Ich glaube, das könnte gut passen. So, wir machen die ganze Ecke und dann versuche ich den Rest in pink zu machen. Ich weiß nicht, ob das schon reicht oder ob ich vielleicht noch eine brauche. Ich glaube, wir machen sogar noch eine. So und so haben wir so eine doofe halbe Fliese. Das ist eigentlich nicht so schick. Und die latscht mir die ganze Zeit hier hinterher. Kann ich irgendwas mit dir machen? Kannst du mir irgendwas geben? Nee, ne? Ich habe auch keinen Eimer, den ich hier gerade leider in die Hand drücken kann. Was haben wir denn da noch? Da ist ja dann Toilette. Hier ist das Waschbecken. Beim Waschbecken wäre auch gut. Wenn man hier einmal noch so macht, da dann vielleicht auch noch mal eine hin. Ja, ich versuche jetzt erstmal so ein bisschen das Pink vielleicht zu finden. Wir finden das Pink. Hoffentlich finden wir was Pinkes. Ah, worunter war das bloß gespeichert? Entweder unter Tapeten, Paneele. Eieiei. Das sieht halt auch mal super hübsch aus. Ah, wo finde ich die Sachen, die ich runtergeladen habe? Oh, die ist auch nice. Pink mit Stiefmütterchen. Mit Stiefmütterchen. Ich pappe mir meine Stiefmutter an die Wand. Warum heißt es eigentlich Stiefmütterchen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das sowas, was man immer der Stiefmutter geschenkt hat. Waren die giftig? Das hier finde ich cool. Die rosa Dinger. Ich finde, ja, aber nicht so ganz perfekt von der Farbe, aber irgendwie finde ich es doch gut. Ich finde nicht die richtige Farbe. Wie sieht denn? Vielleicht sollte ich einfach mal nach Pink suchen. Pink. Vielleicht finde ich da was. Das ist Pink. Okay, da finden wir schon einiges. Ah, der Teppich ist cool. Der Teppich ist ja mal mega. Das ist auch cool. Das ist so von der Farbe her schon richtig. Das brauchen wir fürs Bad. Da muss gleich noch was rein. Das ist ja sehr nice. Das habe ich gesucht. Genau. Was war das denn hier? Weh. Ich glaube, es ist under window, also unterm Fenster. Und ich finde, das hier passt halt auch mal mega gut. Das könnten wir vielleicht, nee, aber vielleicht nicht unbedingt für das Zimmer hier. Ja. Yeah. Ach so. Ach, hä? Das geht ja gar nicht. Geht das doch? Geht das? Ach, das geht. Aha. Aber dann wird man ja nicht sehen, dass das hübsch ist, oder? Ich werde mal lieber suchen nach einer Farbe. Wir werden doch wohl so eine richtig coole pinke Farbe kriegen, oder nicht? Oder nicht? Hä, oder nicht? Hallo? Das vielleicht noch am ehesten. Das ist tatsächlich das Einzige, was hier so ein bisschen passen könnte. Ich kaufe das mal. Ich kaufe das mal und guck dann mal. Oh, das sieht gut aus. Ja, ja, ich sehe schon, das sieht auf jeden Fall gut aus. Hier unterm Fenster, ne, hier könnte man vielleicht auch nochmal was anderes absetzen. Okay, aber ich würde mal... Ja, Leute, exakt das wollte ich. Das sieht ja mal mega hot aus. Ja, 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 ja. Wunderschön. Das ist wirklich sehr schön. Also das gefällt mir jetzt schon richtig gut. Kann ich bitte auch ordentlich streichen? Danke. Kann ich offensichtlich nicht. Ich habe so die Befürchtung, wir müssen nochmal irgendwas wegschmeißen hier. Hol mal den... Wo kommt denn der jetzt schon wieder her? Hol den Gummiknochen. So, tschüss. Nein, du sollst den Gummiknochen holen. Hol den Stock. Hoppla. Danke sehr. So, bitte jetzt nicht hier reinkommen. Ich meine, ich kann denen ja auch sagen, sie sollen sich hinsetzen, ne? So ist es ja nicht. Oh, hier sind auch noch schöne Sachen. Ah, da sind die Dinger. Oh, das ist auch cool. Kann ich das nicht für außen nehmen vielleicht? Das wäre doch für außen richtig genial. Oh, der ist auch süß, ne? Voll die süße Tapete so mit den Eulen. Das ist eine andere Farbe als die. Ha? Oh, schön, ey. Schön. Oh, auch cool. Ach, das sind die ganzen Sachen, die ich runtergeladen habe. Kann das sein? Sollen wir vielleicht die Toilette nehmen? Dann können wir ja so tun, als hätten wir einen Hund. Oder? Oder haben wir auch eine pinke Toilette? Dann würde ich sonst natürlich eine pinke Toilette bevorzugen. Ah, hier. Pinke Gardinen. Oder sowas hier. So ein Durchgang einfach. Oh, oder das hier. Eine pinke Tür. Wait, kann ich das nicht hier hinmachen? Da wäre das doch voll cool. Da muss ich wahrscheinlich die Tür verkaufen. Okay, das tun wir mal gerade. Vorher brauchen wir Licht. Danke sehr. Hier brauchen wir auch Licht. Dankeschön. Und dann verkaufen wir einfach mal die Tür. Hahaha. Und jetzt hoffe ich, dass das geht. Bitte, bitte, bitte. Oh, mega nice. Ja, dann weiß ich ja, wie wir den Flur streichen. Nämlich so. Oh, das sieht so schön aus. Aber kann ich denn dann vielleicht von innen, also von hier, was ist denn da dann? Dann haben wir ja gar keinen... Wie geht denn das? Wie geht das denn? Oder macht man das dann einfach so? Oder braucht man dann noch so einen Türrahmen? Da braucht man doch noch einen Türrahmen, oder bin ich jetzt blöd? Habe ich denn sowas überhaupt? Habe ich das schon gekauft? Weiß gar nicht, ob ich einen Türrahmen habe. Oder ist das das da? Ist das sowas hier? Jetzt geht das bestimmt nicht mehr. Ah, doch, ich habe doch gerade was gesehen. Hallo, hallo. Ich hätte zuerst mal das machen sollen. Ah, wie dumm. Kann ich das irgendwo hinstellen? Wir stellen das mal kurz woanders hin. Ich stelle meine Wand mal eben ab. Läuft bei mir. Na komm, das muss doch irgendwie... Ach so, vielleicht weil die Katze da drin steht. Oh, hochheben. Da, komm mal her. So, hier setzen wir dich ab. Bleib mal bitte da, ja? Wir wollen nämlich halt eine Tür bauen. Wenn du in der Tür sitzt, dann habe ich ein kleines Problem. Okay. Ja. Oh mein Gott.
Das ist ja richtig schön. Ich bin echt richtig begeistert. Das sieht ja toll aus. Dann ist das nämlich auf jeden Fall das Wohnzimmer. Das ist dann offen. Das wird echt schön werden. Es ist halt nur die Frage, ob ich das wirklich von beiden Seiten so haben möchte oder ob ich das einfach nur von dieser Seite so habe. Ich denke mal, ich muss bestimmt... Hä? Geht das gar nicht? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt gerade. Das ist doch viel zu weit weg. Oder muss ich das einmal drehen? Nee, auch nicht. Nee, aber das steht doch hier dann voll falsch. Das geht doch gar nicht. Kann ich das gleich wieder verkaufen, weil es nicht funktioniert? So, der Gedanke ist halt einfach mega. Aber dann in der Umsetzung halt, wenn das dann nicht geht. Ich meine, da kann ich ja dazwischen gucken. Das ist ja voll doof. Egal, wir machen erstmal hier weiter. Ich habe das ja nur gerade durch Zufall gefunden und wollte nicht, dass ich das vergesse. Pocket Door, das sieht auch voll schick aus. Boah, das sieht auch richtig schön aus. So ein großer Durchgang. Oder halt einfach wirklich so. Cheap Door, Elegant Door. Ja, die ganze Wohnung einfach damit ausstatten. Ja, Leute, ich glaube, das ist vielleicht sogar noch besser, wenn das denn funktioniert. Das ist ja jetzt immer Voraussetzung. Das muss funktionieren, weil wenn es nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem. Dann machen wir lieber, dann setzen wir hier lieber so einen Akzent mit der Tür. Krass. Hä? Sag mir nicht, dass man die Tür nicht öffnen kann. Man kann durch diese Tür einfach nur durchgehen. Das ist ja richtig dumm. Die sieht ja so cool aus und funktioniert nicht. Nee. Nee, das will ich nicht. Voll schade. Oh Mann. Naja, das ist halt so mit Sachen, ne? Wenn dann irgendwie jemand was herstellt und dann funktioniert das halt im Spiel nicht so richtig. Das ist ein bisschen schade. Das ist auch richtig modern und richtig cool. Die geht dann bestimmt auch nicht. Ich muss wenigstens mal ausprobieren. Weil wenn sie doch gehen sollte, dann ärgere ich mich. Schade, ey. Oh, der Teppich ist ja mega cute. Richtig süß. Oh, das ist auch cool. So Marmorgold irgendwie. Vielleicht kann man das... Ist das für den Fußboden oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Da ist sogar eine Treppe. Wow. Das ist auch richtig cool. So eine Heizung schon mit Handtüchern drüber. Na gut, egal. Dann gucken wir jetzt mal nach der Dusche. Weil für ein Bad haben wir keinen Platz leider. Wir brauchen irgendwas. Ich finde die schon ganz cool. Aber da sehen viele eigentlich ganz gut aus. Ich finde, man erkennt die auch voll schlecht. Wobei, das finde ich auch gut. Also das sieht auch nicht schlecht aus. Oder einfach so eine richtig... offene. Brauche ich die eigentlich immer doppelt? Hä? Ist voll komisch. Ach, so eine rechte Eckdusche. Ah, ich verstehe. Linke Eckdusche, weil da ist der... Nee, eigentlich brauche ich die da. Testen wir mal, wie das aussieht. Oh Gott, nee, viel zu groß. Da kommt man nicht mehr rein. Warum ist denn immer alles so klein? Ich brauche wirklich mal größere Häuser. Ich befürchte, die ist auch wieder so groß. Dann mache ich, glaube ich, die da. Oh, das passt aber genau. Ja, okay, dann nehme ich die. Die ist da hinten. Ja, doch. Okay. Oha. Obwohl die so selbst gemacht ist, muss man die sogar montieren. Das nenne ich ja mal interessant. Aha. Ich weiß immer noch nicht so genau, wo ich drauf drücken muss, aber irgendwie... Ah, hat geklappt. Wow, die sieht ja mal heftig aus. Aber was ich sehe, wir müssen auf jeden Fall hier nochmal einmal weiter Fliesen machen. Da. Da gehört definitiv noch eine Fliese hin. Und dann kommt da Pink. Hier wahrscheinlich auch noch eine Fliese. Dann versuche ich erstmal ein Waschbecken rauszufinden, was jetzt passen könnte. Ja, ist die Frage. Wir nehmen entweder... Also ich würde sagen, auf jeden Fall, LOL ist modern. Da wird nichts, was irgendwie so... Ne, es muss immer was krass Stylisches sein. Was nehmen wir da? Es muss ja auch nicht so riesig sein. Wenn ich das jetzt zum Beispiel in einer anderen Farbe hätte, aber Azul ist ja blau. Oh. Nee, es geht sogar. Oha, das finde ich passt irgendwie. Das gefällt mir eigentlich gut. Ich würde sogar vielleicht das in schwarz machen. LOL-Farben passt doch. Und das dann hier? Kommt das? Passt das hin? Ach nein, das ist die Waschmaschine. Ich drehe am Rad. Nein, was? Hä, und wo ist das Waschbecken? Da? Toilette. Ach so. Und was ist hier? Ach, das Waschbecken ist hier. Ach, Herr Jemine. Ah, okay. Irgendwie habe ich irgendwie anders gedacht. Das nimmt so viel Platz ein. Wo geht denn die Tür auf? Nach dort. Boah, nach da. Da knall ich ja Dings gegen die Toilette. Das ist ja richtig schrecklich. Oh nein. Kann ich nicht irgendwie... Boah, das ist richtig schlimm mit der Dusche. Egal. Wir haben sie jetzt, sind jetzt behalten wir sie auch. Weil sie ist schön. Hä? Ach, da. Oh mein Gott, ich muss da unten montieren. Ah ja, na gut. Das kennen wir ja schon, ne? Hier oben dann wieder da dran. Hier unten dran. Dazu drehen. Hier dran. Da. Hier, dann kommt wieder hier unten das Schnübelstück, ne? So, dann machen wir hier unten die Siphon. Dann machen wir einmal auf und dann schieben wir den Schrank davor. So. Ja, jetzt bin ich ja gerade schon wieder überfragt, weil hier würde ich ja theoretisch auch Fliesen hinmachen. Aber hier hätte ich jetzt eigentlich keine hingemacht. Jetzt habe ich natürlich das ein bisschen verdödelt, leider. Das war nicht ganz so schlau. Vor allem auch hier eine Toilette hinzumachen. Kann man nicht die Waschmaschine noch ein bisschen weiter nach links schieben eventuell? Ich hatte doch so eine coole. Wo war die denn? War das unter Pink, glaube ich. Habe ich was gefunden. Boah, cool, ein pinkes Fahrrad. Das können wir draußen stellen. Da, da. Pink. Washer. Oh mein Gott, der sieht so LOL aus. Der sieht so richtig nach LOL aus. Ja, okay, ich werde mir nochmal Fliesen kaufen. Das wird so nicht funktionieren. Das muss irgendwie nach hier an die Seite. Einfach, weil wir nicht so viel Platz haben. Dann schiebe ich die Toilette auch lieber ein bisschen nach links. Ich möchte die bitte einschließen. Wie geht das? Ist die schon angeschlossen? Hä? Ach so? Hä? Die ist schon angeschlossen oder was? Ich bin leicht verwirrt. Hä? Hä? Ich kann die irgendwie auch nicht mehr hochheben. Die will jetzt eigentlich von mir, dass ich sie anschließe. Ich weiß noch nicht, was ich drücken soll. Weil irgendwie geht das nicht. Bitte mach das doch nicht. Die ist doch so gut. Die wäre doch so perfekt hier. Oh Mann. Soll ich es jetzt nochmal probieren? Ich habe ein bisschen Schiss, dass das jetzt schon wieder nicht klappt.
gebe dann die ganze Zeit Geld aus und es geht nicht. Es geht einfach nicht. Oh Mann. Oh Mann, die ist halt nicht angeschlossen. Das sieht man da oben. Und irgendwo muss man wahrscheinlich genau den richtigen Punkt treffen, um die anzuschließen. Ich finde den Punkt nicht. Er sieht halt einfach so genial aus. Mann, ich ärgere mich. Oh, der ist auch süß. Ich brauche vorher noch Fliesen. Die Toilette ist vielleicht ganz süß. So eine Hängertoilette und dann damit. Aber es passt dann nicht mit unserem Anschluss da unten. Dann müsste ich den Anschluss auch ändern. Oder aber ich nehme das da. Das finde ich irgendwie auch süß mit dem Hund. Geht das nicht? Weil kein Platz? Oder wie? Ich glaube, ich muss das verkaufen. Geht das jetzt? Hä? Auch das geht nicht? Liegt das hier im Weg vielleicht? Vielleicht ist der Hund im Weg. Na komm. Ich trage dich mal nach hier. Ich sag mal, Sitz. Bleib mal bitte hier kurz sitzen. Und du machst mal hier Sitz. Dankeschön. War das das Problem? Vielleicht geht's auch nicht. Ach, hier geht es. Hä, wieso geht es denn hier? Jetzt bin ich ja völlig verwirrt. Warum kann ich denn das dahin machen? Hä, aber hier ist doch der Abfluss. Hä? Das ist ja ganz komisch. Ich guck mal die da nochmal an. Oder einfach die da. Man könnte natürlich auch einfach so eine schwarze Toilette nehmen. Komplett. Komplett schwarz. Das ist doch auch witzig. Ja, dafür brauche ich dann einen Anschluss. Und ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, ich mache das hier drauf und mache dann hier den Anschluss weg. So, den weg. Leitungsanschluss, hängendes WC, genau sowas, ja. Dann haben wir halt eben keine Waschmaschine. Ist das schlimm? Ich mach's einfach sonst noch da, dann passt vielleicht noch eine Waschmaschine daneben. Mal gucken. Kommen hier noch ein paar Fliesen daneben. Da ist sie. So, wieder in schwarz und die bringen wir dann hier an. So. Gott, wie geht das denn? Muss man so komisch hier? Das geht irgendwie anders. Hä? Bin ich schon fertig? Ah, Tatsache. Es wäre so cool, wenn ich hier wirklich einfach noch so ein Waschding hier machen könnte. Guck mal bei Anschlüssen. Was gibt's denn hier? Na hier, Waschmaschine. Passt jetzt halt irgendwie nicht mehr daneben. Ach so, ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass das hier mit der Dusche sich irgendwie so ins Gehege kommt. Deswegen geht das nicht. Ja gut, dann ist das halt eben so, ne? Dann müssen die leider in die Wäscherei gehen damit. Das kann ich da nichts gegen machen. So. Und dann würde ich hier fast sogar wieder was überstreichen. Und hier müssen definitiv auch noch... Ach Mist. Mindestens zwei Fliesen. Ja, wir machen einfach nur zwei Fliesen, mein Gott. Wir arbeiten jetzt einfach damit. Dann machen wir nämlich hier dazwischen pink. Sieht sowieso besser aus, wenn wir das so machen. Und vielleicht sollte ich mir sowieso nochmal eine weiße Farbe kaufen. Das fände ich auch ganz cool. Und dann eventuell hier so um die Heizung rum vielleicht schwarz. Aber so der Grundtenor vielleicht schon auf pink. Jetzt hätte ich ja auch theoretisch hier mir so eine hängende Heizung hinmachen können. Schade aber auch. Schon mal gut. Die Tür muss definitiv verkauft werden. Die sieht nämlich richtig hässlich aus. Das sieht gut aus. Der ist nicht schön. Der kommt auch weg. Haben wir hier schicke Steckdosen vielleicht? Sowas. In schwarz natürlich. Ja, das ist nämlich gut hier. So für Föhn und etc. Da brauchen wir hier solche Steckdosen. Und Lichtschalter machen wir dann eher... Oh mein Gott, der Lichtschalter ist in der Dusche. What the hell? Das ist ja gar nicht gefährlich. Ach, warte mal. Die Dusche, die schiebt man. Oh, das ist ja viel cooler. Egal, ich gucke jetzt erstmal nach dem Schalter. Hä? Wandschallplatte. Oh, das passt auch richtig gut. Das ist voll gut. Sowas hier. Das finde ich cool. Kann ich das nicht einfach schon mal hier so ein bisschen... Ich finde, das ist so voll LOL-Style. Ist halt nur die Frage, ob man da den Platz für hat. Vielleicht dann doch eher so hochkant? Boah, ist das riesig. Da so. Oder da über die Tür? Vielleicht einfach nur eine? Das war ein bisschen viel. Hä, war da nicht eben auch nur eine? Ich habe gerade auch nur eine gesehen. Wo ist denn die jetzt hin? Ach, da. So vielleicht. Na, wäre natürlich noch cooler, wenn das irgendwie in der Mitte pink wäre. Geht irgendwie leider nicht. Der ist ja süß, der Schalter. Ich brauche einfach nur so einen. Sowas vielleicht einfach. Oder so einen. Lichtschalter elegant. Machen wir schwarz-weiß. Hier so. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und dann hole ich definitiv nochmal so ein Weiß. Brauche ich immer noch hier innen für die Fenster. Tuch. Hier. Da habe ich mir gedacht. Und eigentlich könnte ich mir auch fast schon so ein Schwarz kaufen. Einfach nur für den, ja, so für den Akzent. Hier da oben zum Beispiel fände ich es irgendwie cool, wenn da so schwarz wäre. Ich suche einfach mal. Vielleicht gibt es ja schwarz. Schwarze Fliesen. Ja, ja, genau. Aber, wait. Ich wollte doch diese schwarzen Fliesen für den Fußboden. Ich glaube, ich nehme die hier. Aber ich weiß gar nicht, ist das für den Fußboden? Jetzt habe ich sie mir gerade fast gekauft, aber weiß ich gar nicht, ob die für den Fußboden waren. Muss ich gleich nochmal direkt suchen, ne? Da. Oh ja. Brauchen wir M? Egal. Wir nehmen einfach M. So, dann machen wir einmal hier unten schwarz. Halleluja, das sieht doch schön aus. Und hier oben. Oh, ups. Oh no, okay. Gut, dass wir noch weiß haben. Ist auch nicht so schlecht, ne? Hätte man auch machen können. Aber das sieht schon gut aus. Die Lampe ist noch ziemlich hässlich, aber okay. Und ich würde sogar hier auch wieder diesen einen Spiegel nehmen, den ich schon mal hatte. Diesen Kitty-Spiegel. Ich suche generell einfach mal nach Spiegel. Vielleicht finde ich da noch irgendwas Passenderes, was ich mir tatsächlich kaum vorstellen kann. Ja, der ist auch gut. Oder sowas hier. Oder sowas hier. Der ist auch schön von der Form her. So ein bisschen fancy. Also auch nicht so ganz normal. Alles, was nicht so ganz normal ist, ist immer gut. Das ist immer so LOL. Hä, der Kitty-Spiegel ist irgendwie gar nicht da. Boah, ist ja echt ätzend, ne? Dass man da manchmal nicht das findet, was man eigentlich sucht. Oh, der ist auch echt cool. Weil Details. Aha. Gold würde auch passen. So von wegen, man hat ja auch immer goldene Kugeln. Oha. Oh Gott. Das ist ja richtig riesig. Aber schon imposant, ne? Irgendwie gefällt mir das.
Verdammt, ich weiß nicht, ob mir das zu groß ist. Oder halt wirklich einfach sowas hier. In M, dunkelgrau. Nee, dann natürlich schwarz. Schwarz und weiß, ja. Ja, komm, der passt besser. Also der andere sah echt cool aus, aber ich finde, der passt einfach mehr zu LOL. Echt schön. Ja, das ist super. Ist halt die Frage, wie finden wir jetzt noch die Bodenfliesen? Leute, ich bin nur beim Bad und ich nehme schon Ewigkeiten auf gerade. Ich wusste, dass das so lange würde. Ne? Das hier wäre eine Option einfach nur. Ich hätte so gerne diese anderen. Ja. Die da. Die möchte ich gerne ausprobieren. Die finde ich irgendwie passend. Die finde ich cool. Die sind so ein bisschen LOL, finde ich. Ja, oh mein Gott, richtig geil. Oha, richtig nice. Das ist voll LOL-Style. Wir brauchen auf jeden Fall hier auch noch so ein... Kann ich nicht das Klo noch ein bisschen weiter nach links machen, jetzt wo ich weiß, dass ich hier sonst nichts mehr hin tue? Oh Mann, jetzt hätte ich das voll gerne so mittig gehabt. Das sieht halt jetzt so voll lost aus. Ich kann nicht das... Ich finde, das sieht so doof aus irgendwie. Ich glaube, man kann das auch noch ein Stückchen nach verschieben, nach links. Ja, guck mal, wir machen das halt einfach richtig mittig. Das sieht so viel besser aus. Einfach schnell wieder oben drauf. Zack, 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 fertig. Ich habe jetzt zwar ein bisschen Geld ausgegeben, aber ich finde, das lohnt sich. Pinke Seife haben wir sogar... Oha, die ist ja voll hübsch. Die will ich haben. Oh ja. Okay, so. Dann tschüss damit. Kann ich das nicht mehr hochheben? Oh, really? Hä? Hä? Was ist das denn jetzt? Jetzt ist es einfach da und es geht nicht mehr weg. Hallo? Hallo? Ja. Ich habe jetzt einfach dieses Ding da an der Decke. Was? Hä? Ceiling Light Cover. Okay, ja gut. Wenn wir das jetzt schon so haben, dann mache ich wenigstens zwei dahin. Ich habe nur die Frage, macht das überhaupt Licht? Ich meine, es sieht gut aus, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas leuchtet. Da ist doch nichts. Oder ist das einfach nur zum Covern? Also wenn man da ein Licht reinmacht. Nicht, dass es jetzt das Licht selbst macht, sondern einfach nur... Wisst ihr, was ich meine? Dass man da drunter ein Licht befestigen müsste? Ach mein Gott, das ist aber echt schwierig. Ich hätte lieber die da nehmen sollen. Die nehmen wir mal fürs Wohnzimmer. Hoffentlich macht die Licht. Oder hier ist auch cool. Ah ja, die macht ja jetzt schon Licht. Hä, man kann die tatsächlich nur einmal hinsetzen und dann ist sie halt einfach da und macht nichts mehr, oder wie? Hm? Oder ist das für eine andere Lampe, dass man das quasi da einfach nur so drumrum macht? Ich bin völlig verwirrt. Was ist das? Oh mein Gott, der ist ja voll cool. Der ist ja... Oha. Ich habe ein bisschen Angst, den jetzt hier irgendwo anzubringen und den dann nicht mehr verschieben zu können. Okay, das lassen wir mal. Da scheint echt Probleme zu geben. Ein Rasierer. Was? Wie süß. Kann ich leider nirgends hinlegen. Okay. Hä? Was ist denn mit sowas hier? Dunkles, hängendes Regal. Eigentlich cool. Kann man hier nicht so mehrere nebeneinander machen? Irgendwie so. Und dann daneben noch so eins. Vielleicht darunter eher noch so eine Kommode. Ja, das kommt jetzt mal nach draußen. Wo habt ihr eigentlich Zelda gelassen? Zelda habe ich doch gar nicht Sitz gesagt. Zelda macht da hinten irgendwelche Sachen. Hier hätte ich noch gerne so eine Jalousie. Wahrscheinlich in schwarz. Wie war das nochmal? Irgendwie wegklicken und dann eh. Aha. Ja. Ich mag irgendwie diese Jalousien hier im Badezimmer. Das sieht irgendwie cool aus. Richtig LOL-mäßig. Echt richtig nice. Oh, kann man sowas reinstellen. Cool. Jetzt haben wir hier einen Rasierer. Kann ich wenigstens den Rasierer hier reintun? Haben wir hier noch irgendwas? Ah, ich habe doch irgendwas anderes Cooles noch gesehen. Das hier. Hairspray in Pink. Ja, das ist doch gut. Das sieht richtig witzig aus. Das geht voll unter. Wäre sogar in Schwarz besser gewesen. Und so eine pinke Seife? Können wir ja auch da hinlegen. So. Vielleicht hätte ich mir mal nach schwarz gucken sollen. Ja, ein pinker Föhn. Den nehmen wir auf jeden Fall. Ja, der hat zwar keinen Stecker, aber ja, wird auch keinen. Stecker werden generell überbewertet. Den Teppich hier vielleicht noch. Wobei ich gar nicht genau weiß, wohin damit. Boah, der ist so fett. Der irgendwie, weiß ich auch nicht. Ist irgendwie zu groß. Der hier vielleicht. Für die Toilette so. Hm, so. Passt das nicht so von der Farbe. Ich finde eigentlich so von den Farben her, das ist gar nicht so schlecht. Aber ich habe auf jeden Fall noch kein Licht. Das ist jetzt ein bisschen doof. Dass das nicht geht. Das irritiert mich jetzt doch. Kann ich nicht vielleicht einfach eine Halogenlampe da drin verstecken? Aha, guck mal. Das geht. Dann machen wir einfach hier hinten, also hier innen drin, Halogenlampen rein. Halogen. Ah, okay. Das ist ja mal cool. Dann ist das wahrscheinlich so gemeint, dass man da so Halogenlichter drunter macht. Hier auch? Oder irgendwas anderes noch? Sowas vielleicht? Oh Gott, voll hässlich. Nein, wohl nicht. Ah, hä? Jetzt kann ich plötzlich anheben? Hä? Was ist das? Vielleicht ja so etwas in schwarz. Kann man das hier miteinander kombinieren? Ja, wäre eine Idee. Geht gar nicht. Na gut. Was ist denn, wenn man... Jetzt kann ich das wieder anfassen? Das geht immer nur an einer bestimmten Stelle. Okay, naja, dann tun wir das weg. Aber wenn wir quasi das Licht irgendwie so gestalten, dass wir so unterschiedliche davon einfach an der Decke platzieren. Vielleicht hier zwischendurch auch nochmal was in rosa. Das halt so ein bisschen so wild aussieht. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Einfach so. Das ist dann auch so ein bisschen... Ja, es hat sowas, ne? Das ist nicht so normal. Das hier werde ich jetzt wahrscheinlich verkaufen einfach. Wir werden einfach alles hier so mit den Farben streichen, ne? Ist ja klar. Weiß brauchen wir natürlich auch. Ist halt die Frage, ob ich das jetzt hier so miteinander kombinieren kann oder ob das dann sehr blöd aussieht mit dem da. Oder ob ich nicht lieber einfach irgendwas in Weiß da mache. Ich glaube, ja. Ja, ich glaube, das funktioniert sonst nicht. So...
Ja, dann haben wir lieber hier sowas in weiß. Finde ich besser. Ich würde nicht so viel schwarz machen, weil das macht das Zimmer so dunkel. Deswegen würde ich mal überlegen, ob wir hier vielleicht das hier schwarz machen. Oder die ganze Ecke schwarz. Oder von vorne wieder pink. So irgendwie. Und das hier dann weiß. Wird einfach sehr bunt gerade. Und dann könnten wir immer noch hier innen, das könnten wir theoretisch schwarz machen, ne? Wenn wir immer noch so ein bisschen schwarze Akzente setzen wollen. Dann machen wir einfach innen schwarz. Ja, das ist schon mal gut, finde ich. Theoretisch müsste hier aber dann eigentlich auch wieder pink hin. Oder wir machen hier sowas Gemixtes. Wir machen hier irgendwie bis zum Fenster zum Beispiel pink. Weil LOL ist ja crazy. Da kann man ja machen, ne? So ein bisschen crazy, wie man will. Vor allem würde ich gerne jetzt eigentlich schon mal die Bilder aufhängen, aber es ist ja noch viel zu früh. Ja, genau so. Und dann vielleicht tatsächlich doch in der Mitte schwarz. Das die Frage, machen wir dann hier nochmal weiß oder ist das dann zu wenig pink? Ich glaube, ich würde hier sogar noch weiter pink machen. Das muss schon knallen. Vielleicht machen wir einfach den Türrahmen, also das hier um die Tür rum, pink. Nicht pink, sondern entweder weiß oder schwarz. So, und dann hier wieder so ein bisschen Akzent. Guck mal hier, wie das aussieht mit schwarz. Hä, was ist denn da los? Achso, war noch nicht fertig. War nicht ganz durch. Okay. Ja, durchaus machbar, finde ich. Schade, dass man hier so komische Pixelfehler irgendwie hat. Ich weiß nicht, durch was genau das jetzt hier kommt, weil eigentlich habe ich ja hier gar nichts, was nicht aus dem Spiel ist. Hm, eigenartig. Hier, so, da, das dachte ich mir. Wir müssen eigentlich auch überall in der ganzen Wohnung da bei den Farben bleiben, ne? Also ich will da jetzt nicht irgendwie großartig abweichen, sondern das muss alles von der Art her so ähnlich sein wie das hier. Dann machen wir aber hier lieber nochmal ein bisschen weiß, ne? Weil wir haben ja relativ viel schwarz gerade gemacht. Und dann muss hier natürlich auch wieder weiß hin. Und innen muss auch weiß gestrichen werden, weil das sieht sonst auch noch hässlich aus. Ich weiß immer noch nicht, welche Türen ich nehmen soll. Dann wahrscheinlich irgendwelche ganz dezenten werden, ne? Ist halt die Frage, was machen wir mit dem Flur? Wir könnten natürlich den Flur auch nur komplett in einer Farbe machen. Und was machen wir mit dem Fußboden? Boah, ich hatte doch dieses schicke Marmor. Das wäre doch voll was. Moment mal, was ist das denn? Ah, wie süß. Ah, Gold ist halt auch nochmal so eine coole Sache. Das finde ich zum Beispiel auch sehr schick. Das hier dachte ich eigentlich. Aber, das sind nur so Einzelteile. Oh, nee. Nee, das ist ja blöd. Das finde ich ja tatsächlich auch nicht schlecht. Oder wir machen so einen gemixten Boden. Gibt es das auch in weiß? Das würde es geben. Ha, so schwarz-weiß abwechselnd. Was ist denn, wenn ich einfach das und das mache? Das würde auch passen. Dann einfach immer so, so abwechselnd immer so. Irgendwie so. Gar nicht viel Arbeit, aber sieht bestimmt cool aus am Ende. Und ist halt so voll LOL, ne? So. Ah ne, hier fehlt noch. Und jetzt das gleiche in weiß. Sieht ein bisschen aus wie so ein Küchenkachelfußboden. Hätte ich vielleicht auch direkt in die Küche machen können. Oder einfach komplett überall so. Nein, das wäre mega mäßig anstrengend. Aber hat was, hat was. Jetzt müsste eigentlich die Wand dann nur pink sein. Oder wie machen wir hier das Konzept? Ich kann ja theoretisch auch immer über den Türen halt eine Farbe machen. Also weiß oder schwarz. Den Rest einfach pink. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt mal. Ich mache einfach alles pink und über den Türen mache ich dann eine andere Farbe. Beziehungsweise ich brauche erstmal schöne Türen. Ich habe noch gar keine schönen Türen. Ich glaube, wir müssen eine neue Farbe kaufen. Was ist denn da los? Amaranthfarbenes Abenteuer. Ich nehme mal lieber... Was ein Fenterpott. Guten Appetit. Ja, hier muss auf jeden Fall weiß drüber. Wegen dem Durchgang. Gut, dann machen wir gegenüber auch weiß. Vielleicht immer so ein bisschen abwechselnd. Dann machen wir hier schwarz und machen wir da wieder weiß. So. Oh, warte, da fehlt noch was. Jetzt. Ja, richtig schön. Der ist natürlich auch ganz nice für den Flur. Ah, aber ich finde von der Farbe noch nicht so mega passend. Das hier wäre süß. So ein Schlüsselhänger, also ein Schlüsselhänger. So ein Schlüsselhänger, also ein Schlüsselhänger. Ah ja, okay. So ein Hänger für Schlüssel. Oh mein Gott, was macht das denn mit der Wand? Das ist einfach nur der Schatten. Ah, sieht schon wieder nicht so perfekt aus. Was ist denn damit? Leuchtet dieses Licht oder tut es wieder nur so? Ach so, das ist für die Decke. Oh, ja, das würde ich tatsächlich sogar nehmen. Leuchtest du denn auch? Ich verkaufe erstmal das da. Bitte mach. Leuchte doch. Nein. Mann, das gibt's doch gar nicht. Ist einfach nur fluoreszierend. Fluoreszierend heißt nicht, es leuchtet. Das hier ist vielleicht nicht schlecht. So für den Eingang, dann kann man hier vielleicht so seine Schuhe reinstellen oder so. Garderobenmäßig. Ich finde das ganz niedlich. Ja, das kann ich schon mal hier reinstellen. Aber tatsächlich hätte ich gerne erstmal ein Licht. Würde das hier vielleicht gehen? Das ist so eine Wandlampe in schwarz. Boah, die ist ja mega klein. Hm, ne. Oder sowas völlig abgespacedes? Die Frage, funktioniert das? Okay, irgendwie hat das was. Na komm, dann machen wir mal so. Es ist abgespaced. Abgespaced ist immer gut. Warum geht das nicht? Aha, da oben geht es. Ja, edel, sagt er. Ja, edel. Jetzt halt die Frage, reicht das schon an Licht? Ich würde sagen, wir machen hier überall was drüber. Kann sich auf jeden Fall keiner mehr beschweren, dass es hier zu dunkel ist. Ja, heiß. Finde ich gut. Oh, ich habe noch was fürs Badezimmer gefunden. Das hier. Das können wir vielleicht da oben raufstellen. Haha.
Ja, okay. Von der Farbe her nicht ganz so pink, aber ist okay, ne? Das hier ist eigentlich auch sehr süß. Ich finde, das hätte eigentlich auch ganz gut hier hingepasst. So, wenn man sich da so fertig macht. Ich glaube, es wird nur ein Kinderzimmer werden, ne? Also Kinderzimmer hier, Schlafzimmer, Wohnzimmer und das ist natürlich Küche. Ich stelle das hier schon mal ins Kinderzimmer. So, hier im Kinderzimmer hätte ich eigentlich voll gerne einen Teppich. Kann ich nicht einfach so Fliesen nehmen oder so einen weißen Boden und dann einen pinken Teppich drauf? Versuch mal das hier. Einfach mal so versuchen. Und dann hier so voll den fetten Teppich drauf. Also prinzipiell hübsch finde ich es nicht, aber okay. Vielleicht Überraschung, wir machen mal wieder ein bisschen pink. Ich meine, wir könnten natürlich auch nochmal eine andere Farbe nehmen. Vielleicht machen wir das Elternschlafzimmer in einer anderen Farbe. Da müsste ich aber genau nochmal hingucken. Ich weiß nicht genau, welche Farbe ich da machen würde. Es gibt ja auch noch so dieses Blau von LOL. Ich weiß halt nicht, ob ich da den richtigen Ton dann treffe. Den richtigen Ton. Na, ich komme mal mit Weiß wieder. Vielleicht haben wir hier so eine kleine weiße Wand. Dann hier eine pinke dazwischen und da dann vielleicht wieder schwarz. Ich habe immer noch keine schönen Türen gefunden. Bisher, wo ich das aber ein bisschen sehr viel schwarz war. Ja, nicht, dass das hier zu düster aussieht. Also hier kommt auf jeden Fall kein Schwarz mehr dran. Da machen wir doch, glaube ich, auch wieder pink. Ja, komm. Ja, es soll ja schon hauptsächlich auch pink sein. Ich finde ja schon gut, dass der Boden dazu weiß ist. Das sieht schon ganz schick aus. Sieht irgendwie fresh aus. Und halt ganz wichtig, hier innen drin dann weiß. Weil dieses hässliche Grün, das war wirklich nicht sehr schön. Ja, hier haben wir noch eins. Ich finde, die könnten jetzt mal richtig ausrasten hier. Die Leute könnten sich mal freuen, dass wir hier so schön streichen. Aber nein, die sind alle sowas von still. Keiner sagt was. Ja, die Lampe muss auf jeden Fall weg. Es ist schwer, wieder was Neues, Hübsches zu finden. Aber ich fand die anderen eigentlich ganz cool im Wohnzimmer. Vielleicht kann man ja auch bei dem Stil so ein bisschen bleiben. Oh, das da. Oh, okay. Aha. Ich finde das Gelb nicht so cool. Finde ich ja fast mit Schwarz besser. Oha, mega nice. Licht an. Oh, richtig cool. Boah, die... Okay, okay, okay. Ja, Leute. Jetzt wissen wir Bescheid, was wir hier für Lichter nehmen. Wir nehmen auf jeden Fall das hier. Das ist auch cool. Das gefällt mir irgendwie auch. Das finde ich auch schön. Aber ich denke mal, dadurch, dass man da jetzt hier so ein richtig cooles Passendes gefunden hat, würde ich das einfach hier so fortsetzen. Zack, dann machen wir hier schon mal Licht an. Das hier erstmal verkaufen. Hier auch wieder Licht an. Ja, sieht halt einfach cool aus, ne? Mit den Lampen. Boah, Mann, hätte ich in der ganzen Wohnung gerne gehabt. Naja, egal. Jetzt haben wir so ein bisschen Varietät. Variation. Varieté, Theater. Hä? Oh, weia, jetzt habe ich ja eine Idee, was ich gerne hier haben möchte. Ist halt nur die Frage, ob das hier reinpasst. Und ob das überhaupt funktioniert, ne? Wir haben das jetzt häufiger schon erlebt, dass es nicht so richtig funktioniert. Das da. OMG, ein Car, also ein Auto. Das passt doch einfach so mega. Das passt so cool zu LOL. Ja. Ah, guck mal. Jetzt freuen die sich einfach nur wegen einem Bett. Ein Bett im Kinderzimmer. Ein Bett im Kinderzimmer. La 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 la. Das hier wäre auch schön gewesen. Aber wir haben ja leider festgestellt, wir haben nicht so viel Platz. Eine Mini-Kitchen. Jo, brauchen wir eine Mini-Kitchen zum Spielen. Die passt ja auch voll gut hier zu dem Dickster hier dazu. Aber da haben wir keinen Platz mehr für einen Schrank. Oder wie, oder was? Oder können wir einfach hier nur so einen kleinen Schrank hinstellen? Ah, ich habe doch so eine kleine Kommode gesehen. Jo, dann hat das Kind einfach nur eine kleine Kommode, ne? Hat nicht mehr Platz, leider. Oh, das könnte ich auf die, da, auf die Fensterbank? Yep. Ach man, jetzt steht das da wieder und ich kann es nicht mehr bewegen. Ach, egal. So eine kleine Uhr wäre ja auch süß. Hier oben drüber. Hihi. Das ist so ein Skateboard-Regal. Da kann man dann noch so Sachen drauf stapeln. Ist eigentlich auch cool, ne? Da machen wir vielleicht so mehrere übereinander. So, dann kann man hier noch irgendwas drauf tun. Hätte ich gerne noch so einen pinken Schrank oder so. Ja, sowas hier, genau. Den da vielleicht. Vielleicht hätte ich den doch lieber gerne in weiß, weil irgendwie geht das so unter. Wenn es das hier mit anderen Farben noch gäbe, wäre das cool. In schwarz zum Beispiel. So, das wäre richtig schön. Das ist echt, ja, das ist perfekt. Kommt man auch noch an den Lichtschalter dran. Kinderzimmer. Ah ja. Das ist gut. Was haben wir denn hier? Wir haben eine pinke Giraffe. Hallo? Ah! Oh! Ja, die stelle ich da drauf. Die ist ja voll goldig. Das ist, glaube ich, ein Ranzen. Der passt auch voll gut dazu. Absolut genial. Wir haben leider keinen Schreibtisch. Moment mal, das tun wir nicht hier hin. Das tun wir hier hin. Ja. Yep. Cool. Da könnte man theoretisch auch noch ein paar Schuhe hinpacken. Aber hier, Bücher. Ach komm, da hier oben Bücher rauf. Was bringt mir denn so ein Regal, wenn ich da nichts draufstellen kann? Da bringt mir ja nichts. Hier kann ich alles Mögliche draufstellen. Ich kann ja mal hier einfach welche hinstellen. So. Oder wait, kann man das nicht aufs Bett? Da oben. Oh mein Gott, das ist ja richtig cool. Was ist das denn für ein cooles Bett? Das sind so Bücher zum Schlafen gehen quasi. Wow. Boah, ich hätte voll gerne noch so einen kleinen süßen Stuhl hier, aber ich glaube, den kriege ich hier nicht mehr rein. What the hell, wie teuer ist der denn? Okay, den will ich eh nicht. Nö. Da habe ich wahrscheinlich auch keinen Platz mehr für, oder? Was man machen könnte, ist, dass man halt im Wohnzimmer auch nochmal so eine Kiste hinstellt. Ich glaube, das mache ich fast.
So, weil Kinder spielen nicht immer nur im Kinderzimmer. Und mir fehlt auch noch der Teppich. Eventuell nehmen wir den da. Ach so, nee, doch nicht. Ah, da sind noch ein paar mehr Bücher. Aber das sind Kochbücher. Nee, dann eher nicht. Die Schuhe finde ich auch süß. Fürs Schuhregal vielleicht. Kann man die da oben reinstellen? Ja. Okay, cool. Das fände ich ja eigentlich auch noch süß, ne? Aber ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob ich das da so davor kriege noch. Dann ist das so ein leichter Trenner, wenn man das jetzt hier so quasi macht. Muss man auch nicht machen, ne? So von der Idee her vielleicht ganz witzig, aber irgendwie... Ne, bin jetzt nicht so begeistert. Ah, noch so ein kleines Auto. Ja, das ist cool. Oh, what the... Ne, das ist doch zu viel. Vielleicht können wir das in den Garten stellen. Hier so. Das ist doch mega gut. Dann habt ihr da draußen so ein Auto zum Fahren, ey. Ich finde, es passt auch schon zu LOL. Die würden das bestimmt auch rausbringen, sowas. Da wäre ein kleiner Teppich. Ja, ist okay. Vielleicht auch einfach so? Nee, ne? Ja, von der Farbe ist nicht ganz so perfekt, aber irgendwie ist schon in Ordnung. Ich finde auch, dass die Wand so ein bisschen grünlich aussieht. Ja, aber wir haben ja hier noch ein paar... Eigentlich kann ich ja hier auf jeden Fall schon mal Poster dran machen, finde ich. Ich habe hier einen ganzen Ordner extra gemacht. Was passt denn hier hinten cool übers Bett? Ich glaube, ich nehme mal das. Ja, die Frage ist, wie groß, ne? Rahmen, Aufkleber, Gemälde? Nee, Rahmen nicht. Gemälde, wenn dann. Und Aufkleber. 2 Meter, oh nee, das ist ja schon so viel. 1 Meter, passt das? Ich gucke mal, 1,13 Meter. Oh ja, das ist sehr schön. Das ist nice, das ist nice. Jetzt wird es langsam. Hier könnte man vielleicht noch so kleine hinmachen. Was ich ja persönlich eigentlich wichtig fand, ich wollte ja von außen hier was dran machen. Geht das auch? So, ich habe nämlich sowas hier gemacht. Ich hoffe, das passt irgendwie. Oha, ist ja riesig. Okay, ist ein bisschen sehr groß. Das muss ein bisschen kleiner sein. Mal merken, 88. Das ist immer noch sehr weiß. Das passt eigentlich genau. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt theoretisch könnte man es von außen auch schwarz machen. Ah, das sieht schon cool aus, oder nicht? Also komm, sag mal, das ist schon nice. Boah, wenn man hier so reinkommt, so boom, boom. Ja, die Tür muss weg. Tür hässlich, leider, leider. Wir werden doch wohl hier eine schöne Tür finden. Sowas eventuell. Oder halt einfach wirklich so richtig mix, mega modern. Die hier fände ich auch cool von außen. Die ist natürlich sowas. Da kann man viele unterschiedliche Farben reinmachen. Die würde ich eventuell als Badezimmertür benutzen. Achso, man kann aber nichts Buntes nehmen. Dann ist das leider doch nicht so toll. Uff, was ist das bitte? Nee, man muss doch wohl irgendwo eine bunte Tür herkriegen, oder nicht? Oder einfach sowas. Türen mit Pfosten verschrauben. Was ist das denn für ein Name? Zugschieben. Schiebetür. Passt ja eigentlich auch irgendwie zu LOL. Oha. Oha. Richtig nice. Hä? Oder einfach andersrum so? Auch mega. Oh, bitte sag, dass das hier irgendwie reinpasst. Mach das hier rein. Ich will das hier hin. Ja, mach schon. Dreh das. Ja, es passt. Oh mein Gott, es passt rein. Oh mein Gott, wie heiß. Das ist ja richtig gut. Besser geht ja eigentlich gar nicht. Ja, egal. Da guckt man da jetzt rein. Dann kann man ins Elternschlafzimmer reingucken. Ist mir wurscht. Das ist ja der Problem. Ja, liebe Eltern. Also folgendermaßen. Es bleibt bei einem Kind. Ja, es bleibt bei einem Kind. Das ist schon in Ordnung. Wir lassen die alle so. Oh, das ist ja so cool. Ja, edel, hat er wieder gesagt. Habe ich gerade noch gesehen. Ja, edel. Wir machen vielleicht eine Ausnahme fürs Badezimmer. Ach so, hier ist ja gar keine Tür drin. Genau, hier haben wir offen. Aber hier ist noch eine Tür. So genau. Und die Eingangstür, die wird auch nochmal anders. Und da hinten die Badezimmertür muss auch anders. Boah, das sieht so mega aus. Ich bin so begeistert. Wow, toll. Was haben wir denn für eine schöne Idee für eine Badezimmertür? Was ist das? War das die gleiche wie die? Verwirrt. Was ist denn mit sowas hier? Nummer 11? Wieso Nummer 11? Warum steht da Nummer 11 dran? Könnte ich einfach Toilette dran schreiben? Ach, so ein Guckding. Nice. Ah, da kann ich Nummer 11, kann ich wegmachen. Aber das sieht aus wie eine... Moment. Das ist wie eine Eingangstür. Dann ist das Haus Nummer 11. Oh, das finde ich aber cool. Jetzt, wo ich hier gerade so drüber nachdenke, dann machen wir das so ein bisschen rosa. Die ist eigentlich voll gut. Genau, dann können wir nämlich noch so ein bisschen mit Pastell arbeiten. Dann haben wir schwarz und pastellrosa. Details? Doch, wir möchten einen Gucker auf jeden Fall. Bitte jetzt mach. Nein, ich muss ja erstmal die verkaufen. Wie doof von mir. Oh, huch. Habe ich jetzt aus Versehen verkauft? Oh nein, wie finde ich jetzt die... Oh, die finde ich doch nie wieder, die Lampe. Nein, muss ich jetzt die Tür hier einreißen? Hä? Hilfe, bin eingesperrt. Hilfe. Oder, Leute, ich habe ein Problem. Ah, nee, doch nicht. Ich habe doch kein Problem. Alles gut. Aber wo ist jetzt außen und wo ist innen? Ist das schon richtig rum? Ist falsch rum, ne? So. Ja, genau, so. Aha. Ja. Okay. Was? Wie rosa ist die denn? Okay, das ist ja mal mega... Oh, das ist ja... Leute, es war nicht geplant. Aber es ist toll. Ach, mein Schild ist runtergefallen. Verwenden. Mein hübsches Schild ist runtergeplumpst. Hey. Unverschämtheit. Mach mal kurz die Tür zu, sonst sehe ich ja gar nicht, wie das hängt. So. Halleluja. Hallo Julia. Die Tür heißt ja Julia. Deswegen. Oh, ich hatte doch hier so einen coolen Briefkasten. Den hatte ich, glaube ich, unter Pink gefunden. Hier. Wenn das passt. Oh nein, ist das süß. Oh mein Gott.
Oh, ich habe noch nichts am Garten gemacht. Ich glaube, wir lassen den Garten einfach so. Das ist so viel Arbeit. Ich bin schon 2,5 Stunden hier dran. Ich hoffe, ich habe das ordentlich kurz zusammengeschnitten. Ich bin völlig durch. Ich habe so einen Hunger. Ich sollte nie aufnehmen mit Hunger. Das war schon immer eine dumme Idee. Jedes Mal wieder erneut. Ja, ja. Ich weiß. Oh, wow, was ein Geräusch. Wo ist jetzt meine Lampe hin? Ich könnte auch die da nehmen. Nee, das machen wir nicht mehr. Das macht irgendwie immer kein richtiges Dings hier. Kein richtiges Licht. Da ist sie ja. In weiß. So, hier muss ja eigentlich auf jeden Fall auch noch ein Poster hin, wo ich doch so viele schöne Poster gemacht habe. Was passt denn hier in den Eingangsbereich? Eventuell sowas vielleicht sogar von Venice Beach. 88x88. Ja, das ist doch schön. Ja, gefällt mir gut. Wo finde ich jetzt einfach eine schöne Badezimmertür? Was Modernes? Oder sowas? Nee, ne? Vielleicht nehme ich einfach tatsächlich auch wieder die wir beim letzten Mal hatten. Die war schon sehr modern, finde ich jedenfalls. Und die kann man ja so gestalten, wie man möchte. Sowas. Hier. Könnte ich nämlich weiß Glas. Ich finde, dass das eigentlich gut passt, weil das ist ja sowieso genau von der Farbe her exakt das, was wir auch immer machen. Und hier kann man halt richtig schön weiß-schwarz immer machen, ne? Nee, wir machen auf jeden Fall auch einen schwarzen Rahmen. Das sieht cooler aus. Ich habe jetzt nur die Befürchtung, erstmal, dass die kleine Süße hier voll im Weg sitzt. Na, du Hübsche. Ja, hier, komm. Da darfst du dich mal hinsetzen. Du bist echt eine süße Maus. So, dich wollen wir auch nicht ausschließen. Und jetzt nehmen wir einfach mal die. Ich glaube, die ist halt zu schmal. Das habe ich schon befürchtet. Aber wo machen wir es jetzt weiter? Oh, man kann ja halt voll reingucken, ne? Ja, wir haben einfach keine Geheimnisse in unserer Familie. Ist halt so. Man kann halt alles sehen. Ja, man kann gucken, wenn da jemand gerade einen abdrückt. Naja, das Schöne ist vor allem, wenn dann Gäste kommen, ja? Oh nein, jetzt muss ich erst das da oben wieder abreißen. Oh, ich krieg Dräse. Oh, nee. Oh, I see the problem. Ich möchte die nicht wegwerfen. Oh nein, jetzt kann ich die wieder nur wegwerfen. Oh Mann, das ist ja so doof. Naja, was wollen wir machen? Jetzt müssen wir den Mist wieder streichen. Wo ist denn mein Pink hin? Hallo, ich hab meinen Pink voll. Ach, hier. Und von innen muss ich ja auch nochmal irgendwas machen, ne? Was ist denn da? Auch Pink. Naja. Gut, dass wir immer nur eine Farbe haben. Aber passt. Passt. Theoretisch bräuchte ich wahrscheinlich noch nicht mehr da diese... Oder? Eigentlich brauche ich die gar nicht da oben, die Lampe. Hier ist eh schon so hell. Ich gucke hier mal nach einer anderen Farbe. Falls ich denn sowas finde wie dieses... Sowas hier, habe ich gedacht. Weil es ist zu knallig. Es muss ja eigentlich schon knallig sein. Vielleicht machen wir wirklich so eine Mischung. Oder das hier würde vielleicht auch passen. Himmlisches Blau. Ich denke gerade so an die Verpackungen. Und da ist ja auch das immer mit dabei. Sowas wäre auch cool. Oder eisiges Blau. Ich glaube, ich nehme mal das mit dazu. Na, harmoniert das miteinander? Nur um mal generell so einen anderen Farbklecks zu haben. Ja, ich finde, das ist schon irgendwo auch passend. Dann machen wir vielleicht trotzdem hier weiß, schwarz und diese Farbe und dann vielleicht kein Pink. Oder aber wir machen Accessoires in Pink. Ja, das ist auch okay, wenn ich dann zum Beispiel Bett oder etc. so in Pink machen würde. Oder die Innenseite vom Fenster? Finde ich gut. Ich kann einmal nur so hier so machen kurz. Könnte man machen, muss man aber nicht. Ist aber auch was drin im Weiß? Oh. Ich doch fast nicht. Sieht so mega leer aus. Hä? Ich mach mal hier ein bisschen schwarz auf der Seite. Wir brauchen jetzt eine gute Kombi, ja? Ich glaube, zu viel schwarz darf es nicht sein. Dann würde ich lieber hier einmal weiß, aber da dann doch wieder unsere Farbe, die wir jetzt für dieses Zimmer hier ausgewählt haben. Ist auch LOL-typisch, finde ich. Passt doch, oder? Ich finde schon. Und vielleicht machen wir es auch so super dezent, dass wir nur oben pink machen und an den Seiten einfach weiß. Ich bin mir ja gerade nicht so ganz schlüssig, ob ich jetzt hier auch türkis machen möchte. Eigentlich schon, weil ich möchte eigentlich lieber den großen Teil türkis haben. Und dann hier vielleicht wieder irgendwas anderes. Ich hätte ja hier die Möglichkeit, noch was zu machen. Vielleicht mache ich da weiß und da nochmal schwarz und dann hier trotzdem wieder türkis. Weil dann, wenn man von hier guckt, ne, man hat ja von jeder Seite, ne, wobei, wenn man hier guckt, vielleicht doch da eher nochmal wieder schwarz. I don't know. Ich fände ja irgendwie hier schwarz ganz cool. Oder aber schwarz, dann hier türkis und dann da weiß. Nein. Ach so, doch. Ich wollte gerade sagen, ist schon wieder leer. Schon wieder, wie immer. War noch gar nicht leer, aber egal. Ich mache mal so und vielleicht hätte ich ein bisschen mehr Pink nehmen sollen, ne? Das war ziemlich doof. Ja, ich glaube, das ist gut. Das ist gut. Und vor allem, wenn man hier das macht, dann sieht es richtig LOL-mäßig aus. Richtig nice. Haben wir denn noch eine Möglichkeit, irgendwie den Boden mal ein bisschen anders zu gestalten? Außer wieder schwarz. Ich will ja jetzt nicht nochmal den Boden auch türkis machen, wenn der Rest auch schon so türkismäßig ist. Rand auf jeden Fall weiß. Ja. So, hier innen drin haben wir auch noch einmal. Draußen ist gerade das Licht ausgegangen. Ja, gute Nacht. Ja, absolut passend, finde ich. Dann können wir ja theoretisch die schon mal wieder rausstellen. Es wird langsam, Leute. Es wird. Hä, wo ist mein Licht? Das ist hier doch zu dunkel. Ich glaube, ich brauche doch hier nochmal eins. Schade, ich hätte gedacht, das reicht irgendwie. Aber nee, man kann es hier nicht mehr so ganz gerade machen. Ah, doch, ist okay. Boah, das ist halt einfach schön hell. Ich liebe diese Deckenleuchten. Die sind echt toll. Also, warum steht Zelda da hinten die ganze Zeit rum? Ich habe Zelda doch gar nicht Sitz gesagt, oder? Zelda, was machst du da? Der soll mir eigentlich folgen. Oh, Feinzähler. Du wartest hier schön. Mit deinem Zylinder. Mit Schirmscham und Zylinder.
Jetzt kommt Zelda mir hinterher. No, das war nicht so gemeint. Zelda, mach du auch mal hier schon fein Sitzi machen. So, ja, supi. Ich lass mich mal inspirieren. Man könnte ja sowas hier nehmen. Das ist zu Ton in Ton. Ich finde schwarz oder weiß als Boden eigentlich immer gut. Ne? Das passt halt irgendwie. Hier vielleicht sogar eher schwarz oder weiß. Oder beides. Oder wir machen den Boden weiß und einen schwarzen Teppich drauf. Vielleicht auch für die Eltern eher sowas. Nee, nicht zu verspielt. Das ist nicht gut. Das ist nicht. Nee, das geht nicht. Linoleum? Grau. Nee, grau brauche ich nicht. Rotel? Was ist das denn? Eine Mischung aus Rot und Pastell oder was? Rotel. Vielleicht das hier. Große horizontale Fliesen. Da kommt dann was drauf, so. Uffi, die sind ja ganz schön groß. Okay. Aber ich finde, es passt. Es passt zu LOL. Ist in Ordnung. Also mache ich so. Ja. Dann suchen wir erstmal nach einem Bett. OMG, das passt ja voll. Oha, voll von den Farben her. Hä, das ist exakt LOL. Oh, krass, ey. Also, wow. Das Holz ist vielleicht ein bisschen dunkel. Da hätte ich gerne noch was dran gedreht. Aber so der Rest ist einfach mal der Hammer. Ist nur die Frage, wie kriege ich das da jetzt hin? Dass da links oder rechts irgendwo noch ein Schrank hinpasst. Ich würde es ja eigentlich gerne komplett hier unter das Fenster so. Aber wow. Wofür brauche ich zwei Schlafzimmer? Halto, das ist vielleicht ein Kinderzimmer? Haben die Leute nicht mitgekriegt oder was? Das ist ein Autobett. Was erwarten die denn? Teddy. Ja, das hier wäre cool. Die beiden wären cool. Die würde ich direkt eigentlich mal mitnehmen. Eigentlich gleich mal zwei. Stopp. Ich brauche auch vorher irgendwie einen Tisch oder so. Einen pinken Teddybär. Kann ich den irgendwo hinsetzen? Drüben vielleicht aufs Fenster. Aufs Fenster, genau. Da. Ah, voll süß. Wie wäre denn das, wenn ich das hier zum Beispiel benutze? Kann man das als Nachttisch nehmen? Ich teste mal. Weil wenn, ist das der Hammer, wenn das gehen würde. Bitte mach, dass ich das aufstellen kann. Bitte, bitte. Ja. Oh. Wow. Kann man die auch... Nein, das ist nur so eine Dekolampe. Na, egal. Wir haben genug vom Licht hier oben. Aber schade. Schade, dass die Dinger mal nicht so richtig funktionieren. Sehr schick. Einfach mal sehr schick sieht das aus. Ich guck mal, ob ich irgendwas Jalousiemäßiges habe. Ich glaube, das hier auch. Also nicht Jalousie, sondern so vorhangmäßig. Ein kurzer Vorhang. Ein langer Vorhang. Von den Farben her auch echt cool. Boah, was sind das denn für Mega-Farben? Die sind ja auch richtig schön. Mit Muster. Oh, süß. Hä, wer macht denn sowas? Das sieht richtig komisch aus. Ich würde vielleicht mal das testen, wie das so aussieht. Okay, der ist sehr lang. Der ist ja breit, meine ich. Der ist sowas von breit. Mittelbreit. Ja, mittelbreit ist vielleicht richtig. Boah, wenn das jetzt gut aussieht. Hä? Achso, muss ich erstmal dran machen. Ich hätte doch erst gerne mal gewusst, ob es auch gut aussieht. Nicht, dass ich jetzt einfach irgendwas tue und dann sieht es nicht gut aus. Na? Okay. Ich finde es okay. Also, hätte es das auch ein Pin gegeben? Nee, ne? Nee, ich meine, jetzt muss man es eigentlich auch durchziehen. Jetzt müsste man den da auch hinmachen. Passt natürlich nicht mehr. Schade. Kann ich das eventuell damit kombinieren? Ich glaube ja nicht, ne? Das passt eh nicht. Höchstens eine Jalousie. Oder so ein Raffrollo. Boah. Dann hätte ich eigentlich auch fast lieber schwarz. Gibt es nicht so... Ah. Schwarz. Kann man da zwei nebeneinander machen? Also wenn zwei nebeneinander gehen, wäre es cool. Es geht. Nice. Ja gut, okay. Also dann kann man das auch machen. Das ist in Ordnung. Zwar nicht so perfekt, finde ich, aber naja. Wir haben euch nehmen, was wir kriegen können. So. Das ist doch voll LOL. Jetzt brauche ich auf jeden Fall einen schönen Schrank. Kleiderschränke. Nachttisch habe ich ja quasi schon. Ich darf nicht vergessen, wir brauchen ganz viele Regale, ne? Weil sonst regen die sich wieder auf, kaufen dann mein Haus hier nicht. Was wird schon voll hell draußen? Was ist das denn für ein Ding? Der ist ja völlig dicht einfach. Heller Kleiderschrank. Ja, ich denke mal, wir nehmen einfach entweder weiß oder schwarz. Oh, der geht so um die Ecke. Auch interessant. Weiß. Rosa? Was ist denn daran rosa? So, da innen die Stange. Naja, meinetwegen. Passt das denn hier überhaupt? Nein, jetzt wegen dem blöden Vorhang passt das da nicht hin. Nein. Ich hätte den voll schön gefunden. Oh Mann. Jetzt will ich den blöden Vorhang nicht haben. Vorhang, hinfort. Weg, weg damit. Ja, oder dahin. So vielleicht. Der ist halt einfach so schick. Der ist irgendwie so ein bisschen schick modern. Aber es sieht halt auch doof aus, ne, mit dem Vorhang dahinter. Stattdessen vielleicht den da. Ja, also, ja. Ein Poster hier von LOL hin. Jetzt gerade überlegen, wo das hin könnte. Vielleicht könnte man auch den Schrank hier hin tun. Nee. Hier ist zu knapp. Hier sieht auch wahrscheinlich nicht so toll aus, wenn man direkt darauf zugeht. Da in die Ecke ist auch schlecht. Muss wahrscheinlich schon hier irgendwo hin. Tja, so eine Kommode noch? Ist die vielleicht zu hell? Oh, nee, weiß. Weiß. Zu lang. Schade. Ist sie nicht, wenn ich die so ganz an die Wand schiebe? Egal, die sollen ja ihre Sachen selber mitbringen. Oder so ein kleines Schränkchen. Schwarz und dann hier so ein leichtes Rosa. Da, guck mal. Ja, mei, das sieht ja echt schick aus. Da weiß ich schon, was ich da hin haben will. Einmal sowas vielleicht. Bücher. Ein pinker Koffer. Den irgendwo, den kann man hier so dahinter stellen vielleicht. Sieht man zwar nicht so, aber da würde ich meinen Koffer auf jeden Fall hinstellen dahinter. Aber viel zu schön eigentlich dafür. Können wir nicht da noch vielleicht...
Wäsche irgendwo hin tun? Kann man das da so reinstellen? Boah, das wäre cool. Das geht leider nicht. Aber da, wir haben quasi gerade die Wäsche gemacht, haben gerade so den Wäschekorb hingestellt. Ich mache schon wieder viel zu viel. Was soll denn das? Was ist denn mit dem großen Teppich? Kann man den da nicht einfach noch drunter? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo? Oh, nice. Richtig cool. Wow. Das ist mit hier bisher mein Lieblingszimmer. Cool. Zwei Zimmer für drei Kinder? Nein. Das Elternschlafzimmer. Hallo? Was soll das? Telefon? Ja. Das kommt hier oben hin. Telefon? Warum mache ich das? Ich will das gar nicht. Hilfe. Das hier habe ich gesucht. Den Spiegel. Der muss nämlich hier hin. So. Achso, hier hätte ich auch noch so einen Vorhang gehabt. Naja, egal. Hier haben wir noch so einen Bunny-Stuhl. Ich glaube, da habe ich auch keinen Platz mehr für. Können wir den vielleicht ins Wohnzimmer so? Na, egal. Oder so eine Garderobe. Oh ja. Hilfe, die ist ja viel zu groß. Viel zu groß. Oh ja, ja. Nee, danke. Nee, da möchte ich lieber ein Poster hinhängen. Aber so einen kleinen Spiegel. Der passt hier noch drauf. Der ist so ein Pickelspiegel. So, guck ich mal, was jetzt hier vielleicht farbtechnisch noch so hinpassen würde. Naja, eigentlich ist das ja ein Schlafzimmer. Aber auf der anderen Seite finde ich von den Farben her das ganz gut. Snow Bunny. So. Da ist es ja perfekt eigentlich. Ah, oder hier. Das ist cool. Aber da sieht man es halt nicht, wenn man reinkommt. Ich finde, da muss noch irgendwas hin. Da passt auch, finde ich, von der Größe her das ganz gut. Das ist cool, ne? Ich hatte eigentlich gedacht, das hier fürs Wohnzimmer, aber ich finde jetzt gerade so für den Farben und so, finde ich das hier richtig nice. Ey, das ist gerade mein absolutes Lieblingszimmer. Das ist ja so schön. Das haben wir fertig. Hier müssen wir jetzt noch einrichten. Ob wir jetzt hier was finden, wirklich in der Farbe, das wage ich echt zu bezweifeln. Oh nee, das ist nur das Kissen. Oh Mann, ich wollte mich gerade so mega freuen. Oh, schade. Aha, nee. Nee. Hä? Rot, Violett. Also das wäre von der Farbe her schon mal cool. Das wäre cool. Merke ich mir mal. Oh, nee, aber das ist nicht LOL-mäßig, finde ich. Das muss schon ein bisschen edel sein. Sowas vielleicht? Ja, nee, irgendwie, nee. Das da? Pastellrosa. Nee, das ist natürlich süß. Schwarz wäre halt cool. Aber das ist zu, nee, zu wenig quietschig. Oder so. Das ist auch gut. Ledersofa. Oh. Das ist auch cool, so ein Ex-Sofa. Und dann hier so solche Kissen. Grau? Nee, hallo, ich will weiß. Nein! Ja, wenn dann noch am ehesten das. Na ja, gut, dann nehmen wir das. Hä? Oder gar keine. Ja, irgendwie finde ich gut. Oh, wie fett ist die Couch? Ja, aber trotzdem, also, das beißt sich ein bisschen. Die Kissen, jetzt kann ich leider nichts mehr verändern. Naja, dann beißt sich das halt. Ja, hier haben wir noch ein bisschen was aus der Spielecke. Das finde ich irgendwie auch ganz süß. Hier fehlt noch eine von den Türen. Oh, verdammt, wie hieß die nochmal, die Tür? Wie hieß denn die Tür nochmal? Irgendwas Zugtür. Welche war das jetzt? Welche habe ich jetzt genommen? Die da, glaube ich, hoffentlich. Nee, Moment. Das war andersrum. So, glaube ich, hoffentlich. Ja. Zu schön. Hm, sowas. Schwarzes Holz. Ich finde, der ist eigentlich okay. Ist halt mega niedrig. Ich glaube, es ist ein bisschen sehr übertrieben niedrig. Was ist denn das für ein Ding? Hä? Was ist denn da? Ein Bügelbrett oder was ist das? Nee, das ist ja ganz eigenartig. Hä? Ja, vielleicht. Oder sowas? Ja, noch ein bisschen kleiner bitte. Oder einfach sowas. Ja, genau. Ich wollte es ja gerne noch ein bisschen kleiner haben. Okay. Also nehmen wir einfach so Glasding. Schwarz. Ich glaube, ich nehme einfach sowas. Was für ein schönes Wohnzimmer. Gib mir den Fernseher zurück, Mann. Ja, ich bin dabei. Moment. Der sieht modern aus. Das Ding da. Weiß. Wo schwarz? Weiß, schwarz. So. Och, Mann. Jedes Mal, wenn ich gerade denke, so jetzt habe ich was Schönes, dann kommt da so ein Bomberding. Also viel zu groß und viel zu lang. Ätzend. Das da eventuell. So ein Billigteil. Oh, ich habe ja den Fußboden habe ich noch gar nicht gemacht. Oh, damn. Weiß. Schwarze Griffe. Magenta. Wo ist denn hier Magenta? Keiner weiß es. Dazwischen hinten mal meinetwegen. Oh, nee. Nee, wir machen einfach so. Weil wir haben ja jetzt schon relativ viel Schwarz. Dann machen wir jetzt hier Weiß. Und ganz einfach den Fernseher, den hängen wir... Oh, was ist das denn für ein cooles Hängeregal von der Farbe her? Das könnte man ja eigentlich auch hier noch mit reinbringen. Oh. Oh, ach, guck mal, da freuen die sich ja auch schon drüber. Ja, hier machen wir gleich noch richtig viele Regale hin da hinten. Dann könnt ihr eure ganzen Dokumente da reintun. Oh, vielleicht machen wir jetzt die Regale. Das da vielleicht, das sieht schön aus. Schwarzes Holz, Glas, ja, so. Wow, mein Gott, ist das fett. Aber hier in die Ecke passt ja gut. Ja, ja, begeistert, seid ihr begeistert? Okay, schön. Oh, hier haben wir sogar noch weiß und schwarze Regale. Kann man da noch irgendwas vielleicht hier oben so und dann da noch was draufstellen? Machen wir hier ein schwarzes Pastellrosa. Ja, einmal so, einmal so. Ich hätte irgendwie gerne so was Passenderes, so passendere Pflanze. Kann man ja sogar vielleicht hier auf den Tisch stellen. Voll schief. Ja, ja, ich weiß, manche Leute mögen ja Pflanzen. Oh, das ist auch von der Farbe her cool, ne? Ja. Mein Gott. Viel zu fett. Da vielleicht. Was ich noch brauche, ist ein Fernseher. Wo finde ich den? TV? Oh, wir nehmen einfach Medium. Wir nehmen einfach... Ich habe vergessen, wie groß Medium immer ist. Nehmen Small. Muss reichen. Wohnzimmer
Super, genau. Die freuen sich jetzt auch. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall auch noch ein Foto, ein Bild. Ich hab Bock auf die da. Und das Hawaii-Mädchen möchte ich eigentlich auch gerne irgendwie noch haben. Haben wir nicht im Badezimmer noch Platz für die Meerjungfrau hier? Ich glaube, da habe ich doch auch noch nichts. Scharfe Bild. Das muss, glaube ich, ein bisschen kleiner sein. Ja, ich gehe mal mit dir ins Bad. Vielleicht so zwischen. Ja, süß. Ja. Hä, was ist hier passiert? Hä? Was war das jetzt? Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Nein, sag mir nicht, dass die Dinger hier weg sind. Ist das zu viel oder wie? Haben die das alles jetzt wieder vergessen? Das ist noch da. Das war sehr komisch. Ja, das muss hier hin. Genau. So groß vielleicht sogar. Oh. Dann haben wir hier nämlich die Spielecke mit LOL. Ah, die da unten finden das immer toll, wenn ich hier irgendwelche Bilder hinhänge. Haben wir nicht noch Platz für irgendein kleines daneben? Oder das Regal ein bisschen weiter nach unten? Sieht komisch aus, so weit unten. Aber dann da drüber noch so ein kleines, so in der Größe vielleicht? Nettes Bild. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, jetzt die Küche noch. Ich weiß nicht, wann dieses Video kommt. Ich bin schon seit über 3 Stunden hier dabei. Ich meine, es ist nicht so, dass es keinen Spaß macht, aber mein Arm tut echt weh inzwischen. Sollen wir hier dann alle Farben kombinieren? Tja, Oh nein, wir haben ja den Fußboden hier noch gar nicht gemacht. Man muss ja auch gucken, wo kommt die Küchenzeile so richtig hin? Hier sind ja überall Fenster, das ist ja voll doof. Man könnte halt hier die Küchenzeile so ein bisschen abtrennen. Stopp mal. Huch, Hick. Ich glaube, ich misch das jetzt hier tatsächlich. Ich mache hier so bei der Küchenzeile, weil dann könnten wir nämlich vor der Wand hier, ne, wir müssen ein bisschen blau sparen, könnten wir dann ja wieder pink nehmen. Wisst ihr, dann haben wir nämlich hier so die Abtrennung von blau und machen dann vielleicht die Küchenzeile in pink. Und machen dann daneben hier schwarz. Genau, das wäre dann schwarz. Daneben dann wieder türkis. Vielleicht sogar in pink. Hier so. Auch mal was Nettes, finde ich. Und weil wir so gut draus sind, machen wir dann hier. Eigentlich würde ich hier pink machen, aber oh, ist das zu bunt? Nein, es ist LOL, das kann gar nicht zu bunt sein. Wir machen es schön bunt. Wild. Dann machen wir innen schwarz. Ja, Kombi finde ich schön. Die Frage, was machen wir hier hinten weiter? Machen wir da trotzdem noch türkis? Ich würde mal sagen, wir machen hier weiter und machen dann da hinten die Ecke einfach ein bisschen anders. Ja, hier haben wir pink. Das heißt, wir machen diese Tür hier auch noch pink. Also nicht die Tür, sondern hier um den Rahmen rum. Wir haben noch gar kein Weiß genommen. Müssen wir gleich mal ändern. Null Weiß. Also hier kommt dann Weiß hin. Machen wir dann nochmal Weiß? Ups. Ach so, das alle. Na, dann machen wir schwarz. Ach, ich dachte, ich könnte noch einen Tupfer rauskriegen. Habe ich es ja genau verbraucht hier. Naja, dann sollte das so sein. Aber ist schön. Schöne Farbkombi auf jeden Fall. Kann ich schon mal nach draußen. Jetzt müssen wir so nur um den Fußboden kümmern. Ja, Küchenboden irgendwie, ne? Küchenboden, schwarz-weiß. Finde eigentlich den ich im Flur gemacht habe, so ganz passend. Oder aber, ich baue, glaube ich, erstmal die Küche und dann grenze ich das so ein bisschen ab. Und wir nehmen eine pinke oder eine schwarze Küche. Ey, diese Farbe ist natürlich auch einfach passend. Kann man ja nicht anders sagen. Ja, ich glaube, ich werde das nehmen. Einfach so ein vorgefertigtes Dingsbums hier. Das ist ja so auch so typische LOL-Farbe. Passt jetzt nicht so mega zu den Wänden, aber das ist so diese typische Kugelfarbe auch. Nehmen wir dann schwarzer Granit oben. Nee, nicht verschneit. Wenn, dann komplett weiß. Griffe, schwarz. Wasserhahn, schwarz. Spülbecken, schwarz. Okay, dann machen wir das oben weiß. Ja, so könnte man das ja theoretisch direkt machen. Es ist halt nur die Frage, wo kommt dann der Kühlschrank hin? Hier vielleicht? Oder da in die Ecke? Je nachdem, wo man seine Essecke hin macht. Hier vielleicht die Essecke hin und dann hier dann noch Kühlschrank etc. Vielleicht noch eine Arbeitsfläche. Sowas zum Beispiel hier. Ach, da passt ja kein Kühlschrank mehr. Okay, lassen wir das. Dunkler Kühlschrank. Was bedeutet dunkel? Violett. Heller Kühlschrank. Was bedeutet das? Pastellrosa. Aber ist das die gleiche Farbe wie das andere da? Eigentlich nicht. Ich finde irgendwie den immer noch am besten. Ich habe den ja schon mal gehabt, aber der ist so typisch LOL irgendwie, finde ich. Ich tue den einfach hier hin. Sonst passt da, glaube ich, auch gar nichts weiter. Mülleimer könnte man da noch hinstellen. Haben wir so einen Müll? Nee, ne? Ah doch, ja, so den da zum Beispiel in schwarz und weiß. Ja, genau. Passt das denn hier direkt oben drüber? Ist das überhaupt das Gleiche? Was hatten wir? Griffe schwarz. Das ist doch eine andere Farbe. Oder bin ich jetzt... Oh, okay, cool. Das hier finde ich nice. Doch, das ist die richtige. Ja, dann... So, ne? Ich bin echt gerade hier am Zweifeln, ob ich hier mir nicht extra für sogar eine neue Farbe kaufe für dieses Zimmer. Ich kann nicht anders, Leute. Es ist echt schlimm. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei. Ich hab's gerade. Ich fühl's gerade, kann ich nur sagen. Indische Rose oder helles Eosin. Das wäre jetzt so meine Idee. Das sind auch LOL-Farben, die voll gut passen. Blasses Rosa. Ah, rosa Nebel. Ich muss auch meinen Rücken ein bisschen bewegen.
Rosé. Ja, ja, Rosé. Das wäre es, glaube ich, Rosé. Ja, ich muss ja das ganze Pink dann wieder übermalen. Ich kaufe das einfach so. Mein Gott, wir haben es doch, Leute. Wir haben es doch. So, jetzt schauen wir mal, wie das hier aussieht, ne? Rosé. Ja, ich finde, es ist okay. Hätte ein bisschen heller eventuell noch sein dürfen. Aber, nee, es ist optimal. Oh mein Gott, das ist so LOL. Ich bin so stolz, es ist so gut geworden. Aber das ist immer so, ich habe am Anfang so gar keine Ahnung, was dabei rumkommt. Ich habe so ein bisschen eine Idee im Kopf, aber im Endeffekt weiß man dann doch nicht, wie es wird. Weil das ist nämlich genau die Farbe, die so passt zu diesem Türkis. Ich weiß nicht mehr, welche Serie das war. Welche ist denn das nochmal, wo diese beiden Farben so krass kombiniert sind? Oh nein, ich habe das angemalt. Habe ich noch schwarz? Ja, schwarz habe ich, glaube ich, noch. Oh, das wäre richtig doof gerade. Ich habe es schon vor die Tür gestellt. Nein. Boah, es ist so mega. Oh, neuer Fertigkeitspunkt. Oh, das ist ja lange gedauert. Streiche schneller. Ja, Halleluja. Merke ich gar nicht tatsächlich, dass ich jetzt überhaupt irgendwie schneller streiche. Ach doch, jetzt habe ich es gemerkt. So cool. So, ein bisschen kurz in schwarz eintunken. Hier wieder hin. Oh, es ist so schön. Haben wir auch hier so Jalousien vielleicht? Oh Mann, ey, ich mache so viel extra. Das macht einfach so Bock. Das ist so schlimm. Macht so Bock. Ich befürchte, wir haben nicht die richtige Farbe. Nein, ich will kein Holz. Nein. Höchstens weiß oder schwarz. Ja, schwarz könnte ich machen. Aber was war das andere? War das ein Rollo? Rollrasen. Nee. Ja, sowas hier, genau. Raffrollo. Oh, wait. Oh ne, Löwenzahn. Rotzel. Wir nehmen Rotzel. Wir nehmen goldene Blumen. Nein, das ist auch alles hässlich. Das vielleicht, ja, das vielleicht für das rechte Fenster. Grau gestreift. Oh, okay. Meeresblau merke ich mir mal. Man könnte ja auch das hier noch nehmen zur Not. Hat aber nicht die richtigen Farben. Das passt jetzt nicht so wirklich gut. Ich brauche jetzt dann doch eher so rosé-mäßig was, ne? Ja, das ist ja ganz weit ab von dem, was ich brauche. Naja, gut, schwarz vielleicht. Aber wir nehmen auf der Seite mal Teddybären. Nee, natürlich nicht. Nee, wir nehmen mal das. Weil ich finde, hierzu passt es ja einfach optimal. Das machen wir dann auf diese Seite. Ist halt nur die Frage, was machen wir auf die andere? Haha, voll cool. Dann müssten wir hier entweder... Nee, schwarz ist ja auch doof, weil hier wir haben unten und oben schwarz. Dann vielleicht auch das? Oder vielleicht gar keins? Und ich wäre vielleicht mal wieder so ganz schlicht unterwegs und würde hier weiß nehmen. So weit, wie man hier quasi in der Küche arbeitet. So irgendwie. Das ist nur so eine halbe Fliese, machen wir noch ein bisschen weiter. So. Und den Rest machen wir dann einfach schwarz, nämlich... Ja, wie findet ihr das? Ich hätte, gibt's nicht auch noch diese Farbe so? Dieses Rosa ein bisschen braun? Nee, ne, braun ist nicht so passend dann. Hallo, ich hätte so gerne ein paar andere Farben. Wow! Einfach nur mal, um zu gucken, wie es aussieht. Ist allerdings grün offiziell, dass auch wirklich grün ist. Nicht so schön. Dann müssen wir das mal raus. Das kann ich gar nicht richtig gucken hier. Nee. Schwarz. Das war nicht so schön. Das ist schön. Ja, ich versuche mal hier irgendwie so einen schicken... Ah, oh, ich habe eine andere Idee. Hier, da, Tisch. Outdoor-Plastik. Ach, verdammt. Das ist ja jetzt natürlich mit der Farbe hier gar nicht mehr schön. Schade aber auch. Outdoor. Okay. Mm. Ah, man sieht zwar gerade nichts, aber ich dachte mir, wo ich es gerade schon mal hier in der Hand habe, können wir hier eigentlich auch so ein bisschen draußen was hinstellen, ne? Wir haben ja jetzt quasi ein Kind und zwei Elternteile. Also haben wir drei Stühle. Ja, why not? Da passt das wenigstens von der Farbe, weil da haben wir keine. Also nichts. Weiß schon. Das könnte man vielleicht hier noch hinstellen. Hier so. Ja, komm, wir machen das da oben drüber. Hä, was soll das denn schon wieder? Hast du schon wieder vergessen, was hier für ein Bild hängt? Was hängt denn da für ein Bild? War das nicht das? Ich glaube ja. Oh Mann, was soll denn das immer? Hä, da war das. Oh, jetzt ist da drüben auch schon wieder vergessen. Hä, warum passiert das denn immer? Vor allem, wann passiert das? Mann, das ist ja mega ätzend. Hier habe ich ein paar coole Stühle. Ich würde allerdings schon fast dafür plädieren, dass wir hier doch wieder schwarz und weiß nehmen. Was ist denn damit? Love, passt das hier hin? Von der Farbe her passt es nicht so schön, ne? Boah, hier hätte ich das so theoretisch schön gefunden. Hätte ich das so ein bisschen... Nee, das geht leider nicht. Schade, Mensch. Ein Mini-Fridge. Der wäre auch süß. Ah, Toaster. Ja, das ist cool. Toaster ist gut. Den machen wir auf jeden Fall hier rein. Als ob der dahin gehört, ne? Ice Cream. Wie groß ist sowas? Ey, das ist auch so voll LOL, ne? Ja, ich glaube, das tun wir hier hin. Ich finde es gut. Und sowas hier? So Toppings für Eiscreme? Ist halt die Frage. Boah, das wäre schon krass. Das hier zu Hause haben, einfach Toppings für Eiscreme. Oh, mega. Muss das aber ja eigentlich irgendwo auch noch da hinten hin, ne? Habe ich nicht irgendwo Zuckerwatte gesehen? Warte mal. Da. Ja. Zuckerwatte, auch das noch. Genau. Haben wir auch noch Kekse, Popcorn. Oh, Eiscreme-Toppings haben wir hier nochmal. Ist eine ganze Eiscreme-Maschine. Nee, komm. Nee. Nee, das ist zu übertrieben. Aber das ist süß. So ein Trinkbecher. Ja, ich dachte eigentlich, das Kind ist schon ein bisschen älter, aber gut. Das kann man hier vielleicht auch noch hinstellen. Ja, das ist doch süß. Und der passt eigentlich ja auch in die Küche. Oder so ein Bartrolli. Da! OMG. Oh mein Gott, das ist ja richtig cool. Oh mein Gott. Warte mal. Ist das hier nicht da drauf?
Nee, passt nicht. Na, es passt nicht. Verdammt. Aber vielleicht passen die dahin. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, das ist so eine süße Bar hier. Oh. Es ist besser, als ich dachte noch. Oh, schon krass. Oder wir machen hier so 4 Stühle um irgend so einen Glastisch. So Bunny-Stühle. Weil die passen von der Farbe her echt ganz gut, glaube ich. Oh, so eine Beachbag. Das ist auch hier voll die Farbe. Kann ich die nicht noch da so? Ja, stelle ich auch noch dahin. Schöne Deko. Eine Tasse. Oh, was mit einer Zigarette? Okay, die Zigarette denken wir uns weg. Das können wir uns vielleicht gleich hier auf den Tisch auch noch stellen. Jetzt habe ich sie weggeklickt. So, stellen wir uns gleich noch auf den Tisch. Wir haben leider gar keinen Arbeitsplatz, kein PC, nix. Nun ja, so ist es nun mal. Die können wir vielleicht auch noch draußen stellen. Pink, da passen sie hin. Aha. Ach man, ich würde ja zu gerne die hier nehmen, aber ich glaube, das ist halt echt von der Farbe her nicht richtig. Sowas eventuell? Ob es noch irgendwas Abgefahrenes gibt. Gibt irgendwie leider nicht so vieles. Oder einfach nur das da. Ist auch nicht so schlecht. Pastellrosa, aber von der Farbe nicht ganz so weiß, schwarz. Tja, wie sieht das jetzt in echt aus? So, wenn man den dann so ranstellt, dann hinten vielleicht noch Stühle. Oder dann doch lieber hier. Ich bin mir nicht so schlüssig. Vielleicht eher so da und dann von beiden Seiten da Stühle dran. Aber welche passen denn dazu? Torsby? Soll ich mal suchen? Nein, der hat keine Stühle. Verdammt. Das sieht so ein bisschen passend aus, aber mega unbequem. Oder einfach der passt doch voll gut. Längenholz? Nee, schwarz einfach. Oder weiß? Ah, okay. Das könnte gut sein. Kann man hier richtig schön ranstellen? Ja, guckt euch das an. Hey, richtig nice. So, dann stellen wir hier so einen Becher noch auf den Tisch. Haben wir nicht noch ein paar Teller vielleicht? Oh, Deko-Teller. Ja, die gefallen mir sogar. Ich wollte keinen Wandteller, sondern ich wollte einfach nur einen Teller halt zum Hinstellen. Ach da, wir nehmen sowas. Oh, ne, Pastellrosa. Wow. Dann nehmen wir direkt 4. Hier steht da der Becher. Hupsi. Das sah von der anderen Seite ein bisschen anders aus. So. Fein. Jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall noch vielleicht ein Regal, weil Regale lieben die ja so. Einfach so. Das habe ich ja, glaube ich, im Badezimmer schon mal gehabt. Aber ich brauche noch irgendwo auch die Möglichkeit, das Bild hinzuhängen. Aber vielleicht hier ein Regal. Was habe ich denn noch für ein schönes Bild über gehabt? Das war Bad, Wohnzimmer, Wohnzimmer. Ich glaube, ich nehme mal das Ballettbild oder vielleicht auch das Paris. Das hier ist ja eigentlich nicht Pyjama-Party. Was passt von der Farbe her, passt das eigentlich ganz gut. Das hier nehme ich auch nochmal. Vielleicht machen wir einfach 2 hin, die nicht so groß sind. Einmal das. Die eine freut sich wieder beim Bild. Hab's gerade noch gesehen. Das ist ein bisschen größer. Oh nee, das ist zu groß. Nee. Doch eher lieber ein bisschen kleiner. So, nette Bilder. Ja, die freut sich. Die will jetzt die Wohnung unbedingt haben, nur weil wir so viele LOL-Bilder aufgehängt haben. Komische Frau. Ja, ich meine, ich könnte jetzt noch Ewigkeiten weitermachen, ne? Aber ich glaube, ich lasse das jetzt mal so. Es sieht halt einfach mega schön aus. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das hier immer? Doch, ich hoffe, jetzt habe ich hier alle Bilder. Haben wir denn alles da? Haben wir Licht? Ja, oh mein Gott, die ist auch so schön. Ich bin, finde ich, die ganze Zeit immer besser geworden, je weiter ich gekommen bin. Hier kann ich auch noch voll viel reinräumen. Und hier habe ich eigentlich auch noch ein bisschen Möglichkeiten, ne? Aber Leute, ganz ehrlich, das ist schon mal ein richtig, richtig schönes LOL-Haus. Oh, das fehlt auch noch. Boom! Ich meine, eigentlich ist das ja schon richtig, ne? Es ist ja von außen nicht unbedingt pink. Ich könnte halt vielleicht da oben so ein paar Details pink machen. Komme ich, glaube ich, nicht dran, ne? Oh mein, habe ich da aus Versehen gerade was angemalt? Bitte nicht. Nee. Oh, die Tür hier ist noch irgendwie hässlich. Ups. Oh no. Oh, oh. Ich würde jetzt gerne mal die hier probieren. Ist das eine Außentür? Glänzendes Schwarz. Rosa. Die Glas ist eigentlich cool. Ich glaube, ich würde mal so versuchen. Ich weiß aber nicht, ob es eine Außentür ist. Okay, es scheint eine Außentür zu sein. Ist das denn hier außen? Das sieht fast so aus. Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Und boom. Ich finde, das wäre auch eine schöne Tür für vorne gewesen. Ja? Oh, upsie. Wo ist denn mein Malstift? Also meine Rolle. So, dummdi-dumm. Hier müsste dann eigentlich... Oder mache ich einfach trotzdem so? Ja, machen wir so. Und dann machen wir oben auch so. So, hübsch. Zwar ein bisschen von der Farbe her eher so wie da, aber ich glaube, da kommen wir mit klar. Ja. Wie witzig hier. Oder kann ich hier außen einfach streichen? Geht das? Wenn man zum Beispiel den Eingang, ich sage jetzt einfach mal so spaßeshalber, einfach mal schwarz streicht. Aber dann kommt das Schild nicht mehr so raus. Ne? Dann müssen wir dann doch pink streichen. Okay, es geht. Okay, es geht. Ich kann einfach pink streichen. Ja, finde ich ja interessant, dass das geht. Okay, schon krass irgendwie. Und dann hier schwarz vielleicht. Haben wir einen sehr imposanten Eingang. Was ist denn da oben? Da will ich auch gerne streichen. Das geht leider nicht. Bin ich nicht dran. Da. Moment, ich muss mal das zur Seite hängen. So, danke das. So, jetzt wieder abnehmen und wieder dahin hängen.
Sieht das cool aus oder sieht das cool aus? Ich würde ja sagen, es sieht cool aus. Irgendwie würde ich hier gerne noch so 2 oder 3 Striche weitermalen. Hat man halt hier so einen fetten Eingang. Ich glaube, ich würde es jetzt so lassen. LOL Haus. Leute, man kann immer noch weitermachen, ne? Aber so nach 4 Stunden sollte man vielleicht dann doch sagen, okay, es reicht. So, ich verkaufe das hier jetzt. Ah, das, was ich hier vielleicht noch machen würde. Entweder schwarz oder weiß. Ja, ich glaube lieber weiß. Oder gar nichts. Das geht gar nicht. Na dann. Dann brauchen wir auch nichts machen. Boah, hier habe ich noch richtig viele coole Fußmatten. Da können wir vielleicht noch eine nehmen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, welche hier gut passt. Einfach so? Oh, ach so. Dann nehmen wir weiß. Ja, guck, das ist doch hübsch. Schön. Nein, ich habe hier noch die Fußboden vergessen. Ich würde hier... Aber die sind nicht so schön. Weil hat man irgendwie noch so blau drin. Haben wir die hier schon mal gehabt? Nee, oder? Die waren groß, glaube ich. Okay, die sind groß. Ich hoffe, das wird nicht zu dunkel im Allgemeinen so. Ich kann halt höchstens vielleicht noch einen weißen Teppich drunter legen. Okay, sieht schick aus, aber eventuell hier nochmal diesen pinken Teppich oder einen weißen. Langer Pelzteppich, sowas? Ein bisschen klein, ne? Oder sowas? Oh, den gibt's sogar in groß. Das ist doch nicht groß. Wie wär's mit XXL? Oh, ja nice, der ist richtig cool. Jupp. Okay, zufrieden. Also, jetzt habe ich gerade nochmal 20.000 Fotos gemacht für mein Thumbnail. Und ich bin... Nein, ich sehe gerade, hier sind noch so hässliche Schalter. Okay, wir gehen schnell raus. Wir haben es nicht gesehen. Lalala. Ich wollte gerade schon zu Ende hier machen, aber eigentlich, wir müssen es ja verkaufen, ne, das Haus. Ich weiß nicht, ob wir es danach nochmal irgendwann zurückkaufen können. Aber Leute, ganz ehrlich, wenn man wirklich Zeit hat und man sich so richtig damit beschäftigt, man kann es so... wunderschön machen. So dieses perfekte Haus. Ich glaube, ich hätte es normalerweise wahrscheinlich auch noch von außen einmal komplett umgesprayt. In richtig knallpink und also in den typischen LOL-Farben. Aber alleine, dass man hier schon die ganzen, also dass ich da schon die ganzen Bilder gemacht habe und ja, das ist ja auch alles zusammengestellt, ne? Das waren ja auch alles schon einzelne Arbeiten, die ich da vorher gemacht habe und auch mit dem Haus da und so. Es ist schon cool, es macht schon echt Spaß. Ich bin ja super gerne so kreativ. Aber wir wollen mal sehen. Wir wollen ja das Haus verkaufen. Oh Gott, ich habe so Schiss, dass das jetzt richtig in die Hose gehen wird. Nee, wir haben nichts mehr im Garten gemacht. Das mache ich irgendwann separat, aber das war echt viel zu viel. 3 Stunden und 28 Minuten. Oh mein Gott. Mein Budget sind 50.000. Wir haben es gekauft für 51.000. Okay, zur Auktion. Kauf von Möbeln, 8.100. Verkauf von Möbeln. Oh, so viel haben wir eingenommen, krass. Okay, komm schon. Komm schon. Was kriegen wir für ein LOL-Haus? Wer nimmt das LOL-Haus? Wer kauft es? 82.000? Die alten Herrschaften sind die LOL-Fans? Hä? Vielleicht ist ja das Enkelkind immer dort. Ah, vielleicht, ja. Vielleicht ist deswegen das Zimmer auch so klein. Also haben die mal ein Enkelkind da? Oh, Gewinn von 25.000. Finde ich relativ wenig für diese lange Zeit. Oh mein Gott. Leute, wisst ihr, wie spät es jetzt ist? Oh, ich zeig's euch. Seht ihr das? Es ist 7,16 Euro. Offensichtlich habe ich viel zu lange gespielt. Schon das zweite Spiel, was ich gerade aufnehme. Oh, ich hoffe, ich war irgendwie gedanklich noch genügend da, um euch zu unterhalten. Wir werden das natürlich annehmen. Das sind zu viele Zimmer. Warum? Okay, das ist die einzige negative Meinung, dass es zu viele Zimmer sind. Freut euch doch, ihr könnt euren Enkel da besuchen. Andersrum, euer Enkel kann euch besuchen. Hä, wieso gibt es keinen Ort, an dem die ganze Familie Zeit verbringen kann? Was ist denn das? Was braucht man denn dafür? Das ist doch ein Wohnzimmer, oder nicht? Große Familie braucht 2 Badezimmer. Ja, stellt euch mal nicht so an. Warum haben sie das nicht als Wohnzimmer erkannt? Da war doch ein Sofa. Was braucht man denn für ein Wohnzimmer? Okay, das muss ich wahrscheinlich irgendwie vorher mal googeln. Wir versuchen mal zu verhandeln, ja? Wir sind jetzt nicht so greedy wie beim letzten Mal. Also ich versuche nicht so viel, aber man wird ja vielleicht so vielleicht, so 2.000 Euro vielleicht mehr. Vielleicht geht das ja. Bitte. Oh. Ja, ich habe noch was rausgehandelt. Oh, wir haben es für fast 28.000. Verdammt, 28 ist meine Glückszahl. Naja, aber immerhin, wir haben auf jeden Fall mehr bekommen als vorher, ne? Also 2.000 mal eben einfach so mehr. Ist doch schon gut. Und diese netten alten Herrschaften wollen offensichtlich in unser LOL-Haus einziehen. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer würde auch gerne in das Haus einziehen und was hätte ich vielleicht noch anders machen können? Sagt es nicht. Ich weiß, ich könnte so viel anders machen können. Es gibt so viel und auch gerade so, während ich gebaut habe, habe ich gemerkt, boah, das könnte ich machen, das könnte ich noch machen. Wir sagen jetzt ja erstmal okay, Angebot annehmen und beim nächsten Mal freue ich mich schon richtig. Oh mein Gott, das ist ja richtig cool, wenn man da nachher nochmal die ganzen Bilder sieht.
wie schön ist das denn geworden? Ich hätte auch noch so viel da oben in die Regale reinstellen können. Und da auch in die Regale und so. Ach, ist doch so viel Platz für so Kleinkram. Ich liebe die Türen. Die sind ja sowas von genial. Aber ich finde auch, das Bad ist eigentlich ganz cool geworden. Auch wenn da nicht ganz so viel drin steht. Und der Flur ist eigentlich auch sehr schick. Ja, es ist, von außen sieht man leider nicht so viel. Bitte von vorne, von vorne. Nein, Mann. Von vorne hat man, glaube ich, jetzt gar nichts gesehen. Wo ich mir doch so schön Mühe gegeben habe. Gerade ausreichend. Ich habe schon wieder eine Errungenschaft gerade bekommen. Aha. Jo, ich würde mal sagen, nächstes Mal gucken wir uns ein neues Haus an von dem neuen DLC. Ne? So wie das erste, was wir da gemacht haben hier. Da finden wir ja vielleicht dann auch nochmal andere Mitbewohner wieder. Kann ja sein. Und dann arbeiten wir natürlich an unserem Kontostand. Wir haben jetzt 134.000. Wie viel brauchte ich nochmal, um dieses Horrorhaus zu kaufen? Das war echt unglaublich viel. Also daran arbeite ich. Ich möchte ganz, ganz unbedingt dieses Horrorhaus haben. Weil ich glaube, das wird echt spannend. Da muss man ja irgendwelche Geheimnisse lüften, irgendwas rausfinden. Wenn ihr noch wisst, welches Haus ich unbedingt mal holen soll. Genau, das habe ich ja natürlich auch gelesen. Ich soll dieses kleine Haus auf der Insel holen, aber das würde ich gerne ein bisschen später machen, weil ich das nicht verkaufen will, weil ich das so süß finde und ich möchte das behalten als Ferienhaus. Und was wir heute natürlich auch, miau, auch noch erlebt haben, ist, dass wir eine neue Katze geholt haben, die leider nicht ganz so viele coole Sachen bisher hat, einfach wegen Platzmangel. Aber das Bild hier, das haut irgendwie nicht ab. Das ist echt eigenartig. Warum ist das so? Naja. Okay, ich habe die 4 Stunden erreicht. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Ein schwitziges Däumchen. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann werde ich mich mal hinsetzen und wahrscheinlich 4 Tage an diesem Video schneiden. Viel Spaß, also mir viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Can you look to me in darkness when there's no more light there?